Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir wollen uns mit Geopolitik beschäftigen, ein Thema, das vielleicht in der libertären Szene zu kurz gekommen ist. Mit dabei sind Heimatloser und Tax Evader Wissen, wie meine Wenigkeit Rom. Das Thema Geopolitik führt immer zu Kontroversen, vor allem auch im libertären Spektrum. Und viele Leute sagen, es gäbe eine libertäre Position. Ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, weil es ist ein komplexes Thema. Man kann auch aus libertärer Sicht zu verschiedenen Ansichten kommen. Und wir wollen heute mal ein lockeres Gespräch darüber führen, was gerade an geopolitischen Themen relevant sind und mal sehen, was wir da zu Erkenntnisse kommen. Das Erste, wir wollen uns mit vier geopolitischen Themen beschäftigen, sind die US-amerikanische Außenpolitik, der Ukraine-Konflikt und damit zusammenhängt auch die russische Außenpolitik, der Nahostkonflikt und sowie der Konflikt um Taiwan. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der US-Außenpolitik. Natürlich direkt ein mega dankbares Thema ist, weil du in dieser zunehmend polyzentrischen Welt auch einfach direkt Bezugnahme auf andere außenpolitische Aktionsräume hast. Also allein der ganze Konflikt mit China, der Handelskonflikt, der nach wie vor andauernde Ost-West-Konflikt, der sich jetzt in der Ukraine fortsetzt mit amerikanischer Unterstützung. Und das auch zunehmend unklar werdende, oder also wie soll ich sagen, ich finde, die US-Außenpolitik ist zunehmend ein bisschen blurry. Also wir sind von den Falken, die, hurra, wir marschieren jetzt in Afghanistan und in den Irak ein, über Trump, der eher so eine proto-isolationistische Perspektive eingenommen hat, jetzt wieder zu Biden, der eigentlich, ja, was macht Biden eigentlich? Ja, zumindest hat er die Truppen aus Afghanistan abgezogen. Ja, stimmt, das hat er gemacht. Das hat, wie lange waren wir in Afghanistan? 20 Jahre lang Lange. Afghanistan-Konflikt obsolet gemacht. Ja, ich denke, man kann es erklären. Also, was ist natürlich falsch ist, ist zu glauben, dass Staaten sind geschlossene Entitäten und würden das ja eine konsistente Außenpolitik fahren. Natürlich sind es Menschen, die Außenpolitik betreiben und nach politischer Lage kann sich deswegen die Außenpolitik auch drastisch ändern. Andererseits hat natürlich auch Außenpolitik eine hohe Trägheit, weil einfach ein Wechsel von der Außenpolitik mit hohen Kosten verbunden ist. Ich denke, bei der US-Außenpolitik kann man, glaube ich, sagen wir mal, drei Richtungen unterscheiden, sagen wir mal, oder drei Schulen. Das ist ja einmal der Universalismus, wie zum Beispiel von George W. Bush gefahren wurde, der sagt, es gibt universelle Werte und die US sieht sich in der Verantwortung, diese weltweit durchzusetzen, auch militärisch. Auf der anderen Seite vom Spektrum haben wir dann den Isolationismus, wie er wird Trump nachgesagt wird. Aber ich glaube, Isolationisten sind in letzter Zeit sehr selten geworden in der US-Außenpolitik. Ich glaube, die letzten wirklichen Isolationisten gab es erst vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das waren ja auch mehr Isolationisten in the name only. Und dazwischen haben wir mehr so die sogenannten Realismus. Und der wurde am stärksten vertreten von Henry Kissinger. Er sagt, es gibt Großmächte und Großmächte erschaffen sich eine Sphere of Influence, eine Einflusssphäre. Und Großmächte sollten darauf achten, dass sie sich ihre eigene Sphere of Influence behalten, aber nicht in die Sphere of Influence von anderen Großmächten eingreifen. Aber man sollte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine auf Koexistenz gerichtete Politik ist, weil die in ihrer eigenen Einflusssphäre extrem rabiat vorgegangen sind. Jetzt stellt sich die Anschlussfrage für mich, hatte Kissinger recht? Also ist diese Sphere of Influence-Theorie, ist die korrekt? Und gibt es überlappende Spheres? Weil wenn wir jetzt uns den Run for Africa angucken, da sind mittlerweile, glaube ich, alle Großmächte aktiv, die USA noch relativ zahm, aber überraschenderweise jetzt auch zunehmend die Ukraine. Deswegen bin ich da so ein bisschen. Jetzt mal neben natürlich dem Shit-Take, Kissinger hatte recht, was sowieso schon für Bauchschmerzen unter Libertären sorgen würde.
Jetzt meine Frage, wie empirisch stichhaltig seine Theorie jetzt eigentlich ist im heutigen Kontext. Ja, ich glaube, das große Problem von Realismus, ich bin auch kein Anhänger vom Realismus, ist, dass man, es gibt kein Kriterium, um die Einflusssphären voneinander abzugrenzen. Also es gibt unter dem Realismus Leute, die sagen, Vietnam gehört zur chinesischen Einflusssphäre und andere Leute sagen, die gehört zur S-Einflusssphäre. Ja. Ja, außerdem ist der Realismus halt auch sehr stark einfach nur an Macht orientiert und kann deshalb auch nicht alles abschließend erklären, was so passiert ist in der Geschichte. Ja, was dazu kommt, ist, dass der das völlig aus der Perspektive der Großmächten betrachtet und die Rolle von den anderen Spielern wird komplett ignoriert. Also jetzt ist sowas wie die Orangenrevolution, besseres Beispiel wäre vielleicht im Umbruch in Osteuropa, dass jetzt Polen irgendwie sagt, sie wollen nicht kein Versailles Russland sein, sondern sie wollen sich lieber am Westen orientieren, kommt in dieser Logik nicht vor. Genau, das ist alles auf den Staat eben ausgerichtet und auch Innenpolitik und sowas. Das spielt dafür eigentlich, für die Realisten keine wirkliche Rolle. Wenn wir überlegen, der libertäre Standpunkt zu der US-Außenpolitik oder die libertären Standpunkte zu der US-Außenpolitik. So in der deutschen libertären Szene nehme ich so einen harten anti-amerikanischen Vibe irgendwie war, der die US-Außenpolitik in aller Regel so erklärt, wie sie auch eher sowjetische Akademiker erklärt haben. Also das ist ressourcengetrieben, das ist kapitalinteressengetrieben und es geht darum, geopolitische Vorherrschaft über irgendwelche Ressourcen zu kriegen, wie zum Beispiel irgendwelche irakischen Ölquellen. Während bei den anderen außenpolitischen Akteuren eher so eine Rationalisierung stattfindet, die teilweise auch irgendwie historisch oder ethnisch begründet wird. Deswegen finde ich so diese libertäre Perspektive auf die US-Außenpolitik, die ist irgendwie nochmal so ein Spezialfall, wenn man die libertäre Perspektive auf andere geopolitischen Akteure mal miteinander vergleicht. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da jetzt als Marktanarchist auch zunehmend irgendwie Bauchschmerzen habe, ne? Weil diese Theorien oder diese Erklärungsansätze aus der libertären Bubble zu dieser US-Außenpolitik überzeugen mich halt relativ wenig. Also bleiben wir mal beim Beispiel dieser ressourceninteressengesteuerten Außenpolitik, am Beispiel vom Irak. Also um an das irakische Öl zu kommen, war der Irakkrieg denkbar der schlechteste Weg. Die Exportquote in die USA ist komplett eingebrochen. Die irakische Ölproduktion ist durch den Krieg komplett eingebrochen, hat sich bis heute nicht richtig erholt und wäre auch nicht nötig gewesen, weil die USA theoretisch davon ja profitieren würden, wenn der Ölpreis so weit steigt, dass es lukrativ wird, dass sie ihre eigenen Ölvorkommen, insbesondere den Ölschiefer, abbauen können. Und das ist für mich eigentlich so ein Hinweis, dass das so ein bisschen Ressentiment getrieben ist, diese libertäre Perspektive auf die US-Außenpolitik. Ja, also zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, die in der libertären Szene ist irgendwie dieser stumpfe Contrarianismus sehr weit verbreitet. Also dass man immer das Gegenteil von dem sagt, was gerade das herrschende Narrativ ist. Vor allem, wenn das herrschende Narrativ auf dem MRR kommt. Und das ist natürlich kein Wahrheitskriterium. Man muss schon irgendwie sich selbst erschließen, was jetzt Sinn ergibt, um das Weltgeschehen zu erklären. Und das andere ist jetzt konkret so das Thema Irakkrieg. Also okay, diese Ressourcentheorie ist natürlich schlecht, aber auch das aus sicherheitspolitischer Sicht zu sehen, da macht hat der Irakkrieg auch keinen Sinn gemacht. Also das Erste, was man, wie man sich denen erklären kann, ist wahrscheinlich tatsächlich einfach Inkompetenz. Aus sicherheitspolitischer Sicht war das eine Riesenkatastrophe, dass dann Machtvakuum geschaffen wurde und dass dann Al-Qaida eindringen konnte, was uns bis heute immer noch belastet. Ja, und auch wenn man sich anschaut, Iran und Irak, die waren ja selber in Konflikte verwickelt und damit hat man ja auch im Endeffekt den Iran gestärkt. Was ja eigentlich auch nicht im Sinne der US-Außenpolitik gewesen sein kann.
Man hat sogar in Teilen, glaube ich, Iran und Irak miteinander versöhnt, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder richtig gelesen habe, hat der Iran unter anderem Kampfflugzeuge, die sie im Iran-Irak-Krieg erbeutet haben, an den Irak zurückgegeben, jetzt zum Aufbau der nächsten irakischen oder der neuen irakischen Luftwaffe. Was, glaube ich, vor der US-Intervention unter Saddam Hussein undenkbar gewesen wäre. War der Irakkrieg also am Ende doch ein großes Friedensprojekt in der Region? Ja, das hat man leider nicht zu befürchten. Meines Wissens spielen da auch dieser Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten eine Rolle. Moment, der Iran ist schiitisch. Ich glaube, der Saddam Hussein hat sein Regime durch die Privilegierung von Sunniten gestützt und ist dadurch in Konflikt mit Iran gekommen. Und dadurch, dass das Regime gestürzt ist und diese Privilegierung weggefallen ist, dann tatsächlich wieder der Weg zur Verständigung mit dem Iran offen geworden. Und was haltet ihr von dieser Mad Men-Theorie, die ja zum Teil die US-Außenpolitik determiniert hat? Das war ja im Vorfeld von dem Vietnamkrieg war das die Idee, und ich glaube, dass das auch ein Teil der trumpistischen außenpolitischen Linie war, dass man also einen Staatenlenker, einen Präsidenten hat, der medial als ja fast unzurechnungsfähig dargestellt wird und aggressiv dargestellt wird und von einem teilrationalen Staatsapparat gerade ebenso im Zaum gehalten wird. Und das soll dann quasi das Abschreckungspotenzial auf andere Staaten erhöhen. Also Trump, der wird international für bekloppt genug gehalten, im Zweifelsfall eine Atombombe abzuwerfen, wenn man ihn genug reizt. Er wird aber vom Staatsapparat gerade eben so dran gehindert und deswegen benimmt sich Nordkorea. Ja. Ist wahrscheinlich von der Realität widerlegt, weil Nordkorea hat sich ja ziemlich offensichtlich nicht benommen. Machen ja immer noch weiter und klar, es gab da kurz mal Annäherungsgespräche, aber da ist ja auch nichts wirklich bei rausgekommen. Aber in Anführungszeichen Aufmüffigkeit von Nordkorea hat ja erst wieder angefangen, als Trump abgelöst war. Also unter Trump gab es, soweit ich weiß, weder einen Atomtest noch größere Raketentests. Die haben alle erst unter Biden wieder angefangen. Ja, also ich denke tatsächlich, dass Trump außenpolitisch enorm unterschätzt wird. Aber welche Mittel er dazu eingesetzt hat, das weiß man wahrscheinlich nicht, weil das sehr viel hinter den Kulissen gelaufen ist. Also man weiß nicht, ob es wirklich eine Madman-Doktrin war oder ob der nicht einfach wirklich durchgeknallt war. Ich glaub, ob da ein Plan dahinter steckt. Also ich denke besonders an seine Rede vor der UN, wo er Kim Jong-un Rocketman genannt hat. Das ist eigentlich so eine Rede, die eigentlich voll auf Linie mit dieser Madman-Doktrin eigentlich ist. Dann ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern war das einfach Trump, der Trump ist, und inwiefern war das außenpolitisches Kalkül? Also ich glaube auch nicht, dass das wirklich außenpolitisch Kalkül war, weil das, was der Trump an Reden gehalten hat und wie sein Handeln war, das war ja nicht beides Madman. Er ist ja in seinem Handeln nicht auf Konfrontation gegangen, sondern ganz im Gegenteil. Der war ja tatsächlich eher isolationistisch und hat das außenpolitische Engagement der USA zurückgefahren. Vor allem hat er weniger Kriege angefangen, er hat aber rote Linien sehr deutlich gezogen. Als Obama, wir erinnern uns, so ein bisschen herumlaviert hat, als Syrien Chemiewaffen eingesetzt hat, hat Obama ja zuerst gesagt, das wäre eine rote Linie und hat diese rote Linie dann aber nicht durchgesetzt. Und als Trump dann am Drücker war und es gab dann einen ähnlichen Vorfall, hat er ja erstmal irgendwie zwei Stützpunkte der syrischen Armee platt gemacht. Ich habe jetzt aber nochmal nachgeschaut und es gab durchaus auch während Trumps Präsidentschaft Nukleartests und auch Raketentests, aber nur von Kurzstreckenraketen. Ah, okay. Rocketman halt. Die Frage ist aber, das grundsätzlich. Sind die USA einfach ein geopolitischer Machtfaktor, der handelt? Und diese libertäre Perspektive daraus, da bin ich auch nicht ganz im Reinen mit mir. Also auf der einen Seite glaube ich, es ist besser, aus libertärer Perspektive besser in einer Welt zu leben, die von den USA dominiert wird, als von China. Ich glaube, zu der Aussage würde ich mich hinreißen lassen.
Ja, es ist sicherlich nicht optimal. Wahrscheinlich hätten wir in einer polaren Welt mehr Chancen, libertäre Politik in irgendwelchen Pockets zu machen, als in einer, die von ein oder zwei großen Machtblöcken beherrscht wird. Also die Hoffnung ist, dass sich dann in diesen überlappenden Spheres of Interest immer mal wieder kleine Blasen bilden, in die man dann hineinstoßen kann, Korrekt. um Also ein das bisschen hat Freiheit zu es haben. historisch immer mal wieder gegeben, dass die Chancen, wo wir unseren Idealen am nächsten kamen, waren immer dadurch bedingt, dass sich irgendwie zwei Staaten in die Quere gekommen sind und dadurch irgendwelche Sphären definieren mussten, in denen keiner von beiden Einfluss ausüben durfte. Privatstadt auf der Krim, wann? Ja. Ist vielleicht nicht das Richtige. Also historisch, also zum Beispiel hat man so im ganz Extremfall sowas wie Liberland oder auch dieses Gebiet zwischen Sudan und Ägypten, wo tatsächlich das Terra Nullius ist. Also Gebiet, das von keinem Staat beansprucht wird. Historisch hat man das gesehen in der Republik Kosparia, wo tatsächlich vergessen wurde, ein Land aufzuteilen und dass das sich für unabhängig erklären konnte. Natürlich köstlich, wenn da sowas nochmal passieren würde. Ja, dann müssen wir natürlich die Rolle von das Verhältnis zwischen USA und Deutschland thematisieren. Auch missverständlich. Ja. Also von der Theorie, dass Deutschland ist gar kein souveräner Staat, wahrscheinlich auch ein nötiger Unsinn. Ja, das kann man vielleicht auch nochmal mit der innerdeutschen Bewertung der US-amerikanischen Außenpolitik im Kontext sehen. Also die ist ja geprägt natürlich durch den Kalten Krieg, und da gab es medial und auch gesellschaftlich immer diese eine dominante Gruppe, die weder sowas wie eine Wiedervereinigung haben wollte, noch eine vermeintlich durch die USA getriebene Eskalation des Kalten Krieges seitens der Sowjetunion an. Da sind ja insbesondere die Studentenbewegungen und heutigen Grünen und Teile der SPD, insbesondere der Stamokap-Flügel der damaligen SPD, wo auch Olaf Scholz mit drin aktiv war, haben sich ja immer wieder gegen die USA gestellt, die dann aber 1971 mit dem Nixon-Schock in meinen Augen und der Einführung des Fiat-Systems das Investitionskapital bereitgestellt haben, um dann mit dem NATO-Doppelbeschluss die Sowjetunion in Grund und Boden zu rüsten. Also tatsächlich in den Staatsbankrott zu rüsten. Und das prägt, glaube ich, dieses Trauma, dass die Rüstungspolitik oder die finanzgetriebene Rüstungspolitik der USA den Realsozialismus in die Knie produziert hat, ist, glaube ich, ein Trauma, von dem sich deutsche Altlinken noch nicht erholt haben. Weil diese ganzen Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss und so weiter und so fort, am Ende ja auf der falschen Seite der Geschichte stattgefunden haben, nämlich auf der Verliererseite. Ja, wobei das natürlich auch eher ein Narrativ ist. Also die Sowjetunion ist vor allem an internen Gründen gescheitert und nicht dass es sich zu Tode gerüstet hat. Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Du hast in einer Planwirtschaft ja eine unfassbar ineffiziente Ressourcenallokation, die nicht rational erfolgt. Und wenn dein Gegner aber zumindest eine Semi-Marktwirtschaft ist, deswegen per se ja schon mal eine effizienter aufgestellte Wirtschaftsstruktur hat, dann hingeht und einen Großteil dieser effizienten Wirtschaftsstrukturen umlenkt in die Rüstungsproduktion und du dich genötigt fühlst nachzuziehen, und das haben sie ja, mit extrem teuren Rüstungsprogrammen, dann kann das tatsächlich dieser eine Punkt sein, der dein System dann endgültig zum Kollabieren bringt. Also dieses eine Quäntchen zu viel, was dann tatsächlich den Zusammenbruch nach sich zieht. Und ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Also insbesondere die strategischen Raketenabwehrprogramme, die Reagan aus dem Boden gestampft hat, wo er auch ordentlich an der Staatsverschuldung geschraubt hat. Shoutout. Reagan war natürlich kein Libertärer, sondern hat so viel Geld gedruckt, dass Maurice Höfgen eigentlich Fan sein müsste.
Hat, glaube ich, mit dieser SDI, dieser Strategic Defense Initiative oder wie das hieß, ganz massiv, glaube ich, dafür gesorgt, dass die Sowjetunion sich ökonomisch verausgabt hat, dass also zum Beispiel viel, viel zu viel Produktionsressourcen in die Produktion von Rüstungsgütern gingen, als in die Bereitstellung von Konsumgütern, die das System aber dann tatsächlich stabilisiert haben, weil man Konsumgüter als Privatperson natürlich verzehren kann, einen Panzer aber nicht. Ja, ich glaube, das war halt auch ein generelles Problem vom Sowjetsystem, dass halt immer auf eben Rüstung und Produktionsmittel so viel Wert gelegt wurde und auf Konsumgüter halt so gut wie gar nicht. Ja, es ist auch so, dass sie hatten auch unabhängig von der Rüstung diese Tonnenideologie, wo sie wirklich Unmengen an Stahl produziert haben, aber für den Stahl keine vernünftige Verwendung hatten. Und wenn der Stahl dann irgendwie in Panzer umgewandelt werden kann, dann ist das zumindest eine Verwendung, die sie ansonsten hätten die wahrscheinlich einfach noch mehr Stahlwerke gebaut. Aber das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Man kann, glaube ich, die US-Außenpolitik, die muss man auch immer im Zusammenhang mit der Währungspolitik sehen. Weil von so einem Engineering Point of View sind in meinen Augen gerade die westlichen Landeswährungen nach 1971 eigentlich Dollar-Derivate. Was natürlich einen massiven Impact auf die US-Außenpolitik hat. Also ein ganz mächtiger Hebel ist der US-Außenpolitik. Ja, das ist dieser vor allem das Petrodollar-System. Also dadurch, dass die USA die Schutzmacht von Saudi-Arabien ist und andere Golfstaaten, sehen die sich genötigt, viel von ihren Exportüberschüssen in die US-Wirtschaft zu reinvestieren. Vor allem in Staatsanleihen, also mit niedriger Rendite, sodass sich die USA als Ganzes sehr günstig refinanzieren kann. Also ein Flugzeugträger bezahlt sich nicht von alleine, ne? Ja, um nochmal zum deutschen Verhältnis zurückzukommen, also ich denke, man sieht schon eine gewisse Einflussnahme von den USA auf Deutschland. Und man muss schon sehen, dass die USA vor allem daran interessiert sind, die außenpolitischen Richtlinien Deutschlands zu beeinflussen. Und was ziemlich ein interessantes Mechanismus ist, um das zu erreichen, sind zum Beispiel diese Programme wie vom World Economic Forum, die Young Leaders. Da werden die praktisch junge Transatlantiker herangezogen, in ihre Ideologie ausgebildet und dann möglicherweise auch in die entsprechenden Positionen besetzt. Bestes Beispiel die Baerbock. Ist die Baerbock wirklich schlau genug, um ideologisch ausgebildet zu werden? Folgt Baerbocks Außenpolitik einer Ideologie? Sie ist Transatlantikerin, ziemlich eindeutig. Ist natürlich für die ein schwerer Verlust, weil sie das ein bisschen zu naiv sieht häufig, also mit dem Krieg gegen Russland zu erklären. Das war wahrscheinlich nicht so mit deren Sinn. Aber man muss sich auch mal überlegen, sie hat einfach Russland den Krieg erklärt. Das ist einfach und sie hat einfach nur das Glück gehabt, dass die Russen sie noch weniger ernst nehmen als die deutschen Wähler. Das ist utopisch, dieser ganze Vorgang. Ja, das große Glück von uns ist die Berg, die man ernst nimmt. Ja gut, aber ich glaube, als Außenministerin hat sie auch nicht so viel zu sagen, was das angeht. Naja, es gab auch andere. Genscher oder so hat tatsächlich Richtlinien bestimmt. Es gab Leute, die wirklich versucht haben, Konflikte auszuhandeln. Ja, das liegt aber auch daran, dass unter Merkel das Auswärtige Amt massiv Kompetenzen an das Bundeskanzleramt eingebüßt hat. Also alle wichtigen außenpolitischen Felder sind eigentlich vom Auswärtigen Amt in das Bundeskanzleramt gewandert. Nicht zuletzt auch die EU-Politik. Also die gesamte binneneuropäische Außenpolitik von Deutschland, da hat das Auswärtige Amt fast nichts mehr mit zu tun. Das liegt alles im Bundeskanzleramt. Das führt fast dazu, dass man, dass das Auswärtige Amt oder beziehungsweise die Außenministerin in Bezug auf US-Außenpolitik, ich glaube, eher so ein nerviger Störfaktor ist als wirklich relevant.
Also im schlimmsten Fall oder Best Case, Baerbock macht nichts verkehrt. Worst Case ist, sie blamiert sich ein bisschen und Deutschland. Aber sie kann jetzt, glaube ich, an dem außenpolitischen Verhältnis zwischen der BRD und der USA wenig rütteln. Da gibt es wichtigere Ressorts. Ja, ich glaube, das liegt auch zum Teil daran, dass in den letzten 10, 20 Jahren das Außenministerium an Kompetenzen eingebüßt hat. Also nicht im Sinne von Bevollmächtigung, sondern im Sinne von Können. Wie jedes Ministerium, ja, aber das Außenministerium teilt sich den ersten Platz mit dem Wirtschaftsministerium, glaube ich. Was ganz interessant ist, glaube ich, in diesem Verhältnis von der BRD zu der US-Außenpolitik, ist ja, dass die BRD zur Zeit der Trennung, also des Kalten Krieges, ja eigentlich so ein Proxy-Staat war der USA, die halt ja auch sicherheitspolitisch die Aufgabe hatten, die Rote Armee so lange aufzuhalten, bis eine richtige Armee kommt, sprich die US-Armee mobilisiert war. Und dieses Verhältnis, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, zumindest finde ich in der gesellschaftlichen Diskussion gibt es immer mal wieder diese Forderung, dass Deutschland die Rolle einnehmen soll, die Deutschland, weiß ich nicht, im Kaiserreich eigentlich hatte. Also dass Deutschland in Anführungszeichen blockfrei ist, also weder Richtung Osten noch Richtung Westen tendiert, sondern so eine vermittelnde Position hat. Und das nehme ich jetzt vermehrt wahr, dass wieder so eine Rolle für Deutschland gefordert wird und nicht nur der, in Anführungszeichen, der Vasallenstaat der USA mit Westbindung. Also diese Westbindung der deutschen Außenpolitik wird zunehmend in Frage gestellt. Ja, das ist vor allem bei den russlandfreundlichen linken und rechten Flügeln der Fall. Und Libertären. Ja, und das geht halt natürlich genau entgegengesetzt der eigentlichen Logik der US-Außenpolitik, die ja eigentlich immer ist, eben ihre Feinde ja gewissermaßen einzukreisen, indem man eben sich mit den Feinden der Feinde verbindet. Also wenn man es eben zum Beispiel jetzt mit der Ukraine sieht oder mit Israel, also Ukraine gegen Russland oder Israel gegen den Iran. Israel gegen den gesamten Nahen Osten eigentlich. aber ja, insbesondere halt als Proxy gegen den Iran. Ja, das ist eigentlich wirklich interessant. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie erfolgsträchtig dieses Streben ist. Also diese Kappung der Westbindung, wie sehr die USA das überhaupt zulassen oder wie sehr das überhaupt möglich ist, wenn man sich die enge, auch währungspolitische Bindung der BRD an die USA anschaut. Ja, also das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass andere europäische Länder die BRD wieder als Bedrohung wahrnehmen, als unerwünschter Hegemon. Also gerade der Ostdeutschland, der Osteuropa wäre von Deutschland wirtschaftlich und politisch abhängig. Das ist noch eine Rolle, die sie zum Teil jetzt schon einnehmen. Was momentan aber noch zum Teil als erwünscht angesehen wird, weil Deutschland nicht allzu stark ist. Dann wäre es aber auch interessant zu wissen, wie sich Frankreich dann wahrscheinlich verhält. Also Großbritannien ist natürlich, die sind ganz, ganz eng mit den USA und da kommt auch, glaube ich, erstmal soweit nichts dazwischen. Aber Frankreich, die sind ja tendenziell von der gesellschaftlichen Stimmung auch eher kritisch gegenüber den USA eingestellt. Ich glaube, das war nach dem Zweiten Weltkrieg auch de Gaulle, der im Prinzip die Amerikaner ja mehr oder weniger rausgeworfen hat aus Frankreich. Also die amerikanischen Soldaten und keine Stützpunkte der NATO da ohne weiteres zugelassen hat. Ob die sich diese Stellung, die Deutschland dann im US-Politikgefüge inne hatte, dann tatsächlich einverleiben. Also ob dann quasi einmal Frankreich die BRD ablöst. Ja, also zumindest was auch die Möglichkeiten angeht, sind die natürlich auch deutlich weiter, also militärisch, um wirklich dann Sachen auch durchzusetzen. Und sie haben natürlich auch die Atombombe. Das stimmt. Das ist auch ein großer Hebel. Also ich finde, man sieht das auch immer gut bei Russland. Das wird ja immer wieder angebracht. So, ja, hier, wir haben die Atombombe und wir haben so viele Atombomben und die sind jetzt alle auch schon wieder erneuert worden und wir haben jetzt wieder die, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber sozusagen die Bereitschaftsstufe von unseren Atomstreitkräften hochgesetzt. Damit kann man das natürlich... Das ist ein Anachronismus irgendwie, ne? Also es hat so Kalter Krieg-Vibes. Ja. Aber es scheint immer noch zu verfangen.
Ja, wobei natürlich Russland auch regelmäßig damit droht. Ich denke, wir sind mit dem Themenblock US-Außenpolitik ziemlich durch und Gespräche, die jetzt ziemlich häufig in Richtung Russland. Wäre ein guter Punkt, da mal die Überleitung jetzt zu suchen, glaube ich. Genau, also Ukraine-Konflikt und Außenpolitik Russlands. Ja, ein Spicy Boy. Ja, Der Libertarismus in Deutschland schon bereit für dieses Gespräch. es wird thematisch immer kontroverser innerhalb von der libertären Szene. Also ich denke, in der US-Außenpolitik, ich glaube, ich habe auch bei uns noch keiner dabei, der sagt, es ist voll gut, was die machen. Am Nö. liebsten wäre es tatsächlich, wenn die USA eher isolationistisch wären. Grundsätzlich. Ich glaube, ist das schon Konsens. Ja, Aber gut, bei der, bei Ukraine. man muss natürlich auch sehen, dass so Sachen wie, dass die USA den freien Handel aufrechterhalten, glaube ich, schon eine weltweit auch relativ positive Sache sind. Ja, also es gäbe Ja, das stimmt. schlechtere Weltmächte als die USA auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich mehr Chancen in einer multipolaren Welt. Und natürlich muss man auch von der moralischen Sicht auch sehen, dass was sich die USA ab und zu mal rausnimmt, ist nicht zu rechtfertigen. Also irgendwelche Bombardierungen von Hochzeitsgesellschaften, ups, wann, die haben wir gar nicht gemeint, geht halt nicht. Ja, und auch die Das Foltergefängnisse und die ganzen Geheimdienste, was die alles Snowden, machen, Assange das ist komplett und alles. geisteskrank. Ja, das ist, es gab, ich muss es sagen, weil es ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Es gibt von den South Park-Machern den großartigen Film Team America, der genau diese US-amerikanische Außenpolitik aufs Korn nimmt und in einer Szene im Prinzip ganz gut zusammenfasst. Da kriegt der Protagonist in einer Bar erklärt, dass es im Prinzip drei Formen von Menschen gibt auf der Welt. Und zwar die sogenannten Dicks, die Assholes und die Pussies. Und die Dicks drangsalieren natürlich die Pussies und aber auch die Assholes. Und wenn die Dicks das nicht machen würden, dann würden die Assholes halt auf die Pussies scheißen. Und deswegen sollen sich die Pussies nicht beschweren. Und das ist so ein, finde ich, ein ganz, ganz, ganz gute Analogie eigentlich. Also grundsätzlich natürlich auch ein sehr sehenswerter Film, aber also auch eine ganz gute Analogie auf die US-amerikanische Außenpolitik beziehungsweise das Selbstverständnis. Also ich glaube, denen ist klar, dass es moralisch fragwürdig ist, aber sie sehen sich als diejenigen, die das größere Übel verhindern. Ja, das ist halt wieder der Zweck heiligt die Mittel und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass er das halt nicht tut. Nee, Ja, aber vor allem innerhalb. ist es totales Gesimpel, wenn man jetzt sich irgendwie mit einem Staat identifiziert und deswegen sagt, Exakt. wir rechtfertigen, dass noch Scheiß tun wir. Nee, am Ende macht Staat immer Staatssachen. Und Ja. du kannst es ja nicht kontrollieren. Also die USA, die können ja auch durch eine unglückliche Fügung des Schicksals auch plötzlich nicht mehr die bestmögliche unter den schlechten Optionen sein, sondern vielleicht nur die zweit- oder drittbeste Option. Das ist ja am Ende auch eine gewisse Willkür, die das Ganze unterliegt. Ja, es kann sich eben in Demokratien immer sehr schnell ändern, wer dann an der Macht ist und an den Hebeln sitzt. Ja, vor allem man sieht ja schon eine schleichende Unterwanderung vom Westen und auch so den Abstieg dadurch, dass seine Institutionen immer weniger gut funktionieren. Ja, aber wo wir auch jetzt gerade bei Staat macht Staatssachen waren, das sieht man natürlich auch in der Ukraine viel. Also von beiden Konfliktparteien, ja, dass man die Sklaverei wieder eingeführt hat im Sinne von Wehrpflicht. Ja, dass die Leute nicht ausreisen dürfen und so weiter. Ja, in Russland hat es ja nochmal eine andere Komponente. Also da ist es eher so, dass man eben die Leute aus den ja, entfernten, nicht so politisch relevanten Gebieten nimmt und die dann verheizt, während es in der Ukraine ja schon eigentlich alle betrifft. Also zumindest alle, die es nicht vor Kriegsbeginn aus dem Land geschafft haben. Das ist eigentlich mit das Ekelhafteste. Also es gab ja tatsächlich Stimmen auch in der Bundespolitik, die gefordert haben, dass man die ukrainischen Wehrdienstverweigerer ausliefert an den ukrainischen Staat, damit sie dann an der Ostfront verheizt werden.
Das ist echt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, so Leute, wie ekelhaft seid ihr eigentlich menschlich? Ja, ich würde sagen, aber um jetzt nochmal von US-Politik zu Ukraine zu kommen, ich habe es ja vorher auch schon gesagt, im Endeffekt, was die USA da machen ist, sie rüsten halt den Feind von ihrem Feind auf. Und ja, für sie ist das natürlich ein super Geschäft. Also sie können ihre ganzen alten Munitionsvorräte darüber schicken. Da müssen sie die nicht mal mehr selber irgendwie entsorgen oder decommissionen. Und ja, ihre Rüstungsindustrie, die profitiert da natürlich von, wenn sie die ganzen Sachen nachproduzieren. Also eigentlich könnte man sagen, Russland hat, was das angeht, zumindest aus geopolitischer Perspektive, ja, den USA eigentlich einen riesigen Gefallen getan. Also es stimmt natürlich zum Teil, dass vor allem altes Material, dass das der Ukraine gegeben wird, aber man muss schon sehen, dass um die Ukraine im Spiel zu halten, das kostet den Westen mehrere hundert Milliarden Euro pro Jahr. Also das sind schon relevante Kosten. Also es geht ja auch, man muss ja auch der USA, der Ukraine Haushaltsunterstützung geben, damit sie nicht kollabiert. Soldaten müssen bezahlt werden und so weiter. Die Logistik, die Ukraine zu versorgen, kostet natürlich auch. Ja, und wenn wir jetzt Taxes Take nochmal aufgreifen, dass die US-Außenpolitik in der Aufrüstung des Feindes quasi besteht, würde ich das dahingehend mit einem Fragezeichen versehen, dass die Aufrüstung der Ukraine ja in nennenswerten Maßstäben erst nach der Invasion stattgefunden hat. Und dann erinnern wir uns alle, was das für ein Struggle-Fuck war, bis westliche Politiker sich mal dazu durchgerungen hatten, in nennenswerten Umfang auch Waffensysteme zu liefern. Das war ein unendlicher politischer Prozess, bis das mal durch war. Also da hätte ich jetzt unter Gültigkeit von dem Take erwartet, dass die Ukraine schon mehr westliche Güter eingelagert hat, als sie tatsächlich zu Kriegsbeginn eingelagert hatte. Ja, es waren natürlich halt aber auch nicht nur Güter, sondern ich glaube eben auch in einem ganz großen Teil die Ausbildung von ukrainischen Soldaten. Das hat ja schon, glaube ich, kurz nach 2014 angefangen, dass man im Endeffekt da hingehend ja viel gemacht hat, eben die ukrainische Armee auf sozusagen NATO-System umzustellen, was die Führung angeht. Ja, was tatsächlich der Ukraine, glaube ich, gerade am Anfang auch den Hintern gerettet hat. Aber wenn wir jetzt nochmal die russische Außenpolitik im Kontext von dem Ukraine-Krieg betrachten, ich habe mich am Anfang von dem Ukraine-Krieg sehr schwer damit getan, zu verstehen, was die Russen da tatsächlich wollen und ob sie wirklich von Anfang an die Ukraine so massiv unterschätzt haben. Ich hatte das Gefühl, dass die Russen ein Stück weit ihre eigene Propaganda geglaubt haben, die ja da so sinngemäß lautete: In 3 Wochen sind wir in Kiew. Ja, in 3 Tagen. Was ja dann in 3 Tagen sind wir in Kiew, in 3 Wochen in Paris, irgendwie sowas hatte Putin mal gesagt. Da bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht irgendwie doch ein Stück weit sich selber auf den Leim gegangen ist. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage: Hat sich diese ganze Ukraine Nummer netto positiv für die USA, für Russland gelohnt? Ja, ich glaube, Also das war ich glaube. erstmal ganz viel Bad Intelligence, die man da als Russland bekommen hat. Einfach, ja, weil wer schlechte Intelligence oder wer nicht gewünschte Intelligence gibt, der ist, glaube ich, auch schon relativ schnell weg vom Fenster. Also im wahrsten Sinne des Wortes in Russland. Und natürlich kann man dann auch keine Fehler zugeben gegenüber seinen Vorgesetzten und so denke ich, dass unter anderem diese Unterschätzung, nicht Unterstützung, zustande gekommen ist. Und es sind natürlich auch ein paar Dinge schiefgegangen. Also, die haben ja versucht, da, ich glaube, Hostomel hieß es, dieser Flughafen, den sie einnehmen wollten, hätten sie das hingekriegt, dann hätte es vielleicht sogar auch in 3 Tagen vorbei sein können. Stimmt, das ist ja kolossal gescheitert.
Also ich denke schon, dass es das Ziel von Russland ist und immer noch ist, dass in der Ukraine ein Marionettenregime zu errichten, das ist, die Ukraine zum Vasallenstaat zu machen und eventuell auch noch Land zu annektieren. Und das andere ist, dass es, glaube ich, nicht antizipierbar war, dass die Ukraine so lange durchhält, wie es durchgehalten hat. Das hat wahrscheinlich auch im Westen so gut wie keiner gesehen. Ja, da waren ja Ja, auch ich die glaube, die. ganzen Experten hier überrascht. Aber ich glaube, das hängt auch eben viel mit der Krim und ja, den ganzen geografischen Geschichten zusammen. War ja so, dass sie dann auch da das Wasser, was zur Krim geflossen ist, über einen Kanal abgestellt haben. Und ich denke, das wird schon auch einer der Gründe sein, warum der Krieg dann, ja, man sich für den Krieg entschieden hat. Ja, gut, aber auch abgesehen davon, selbst wenn man sich jetzt auf den sagt, von dem Szenario, das Russland im Sinn hatte, sie haben den Krieg innerhalb von wenigen Wochen gewonnen und dann ist die Ukraine ein Vasallenstaat, war das für Russland kein guter Zug, weil auch in dem Szenario hätte sich die geopolitische und sicherheitspolitische Situation Russlands verschlechtert. Jetzt hat sie sich auf jeden Fall noch stärker verschlechtert. Das werde ich auch nachher nochmal ausführen. Aber jetzt mal in dem historischen Szenario, das wäre so ausgegangen, wie sich das Russland erhofft hätte. Es hätte auf jeden Fall eine starke Gegenreaktion gegeben. Es wäre auf jeden Fall Finnland und Schweden in die NATO gegangen. Und der Westen hätte massiv aufgerüstet, wahrscheinlich sogar noch massiver, als er es jetzt tut. Also muss man sich überlegen, das hieße jetzt, dass heute russische Truppen an der Grenze zu Polen stünden. Und das sind alles Faktoren, die die geopolitische Situation Russlands schwächen. Ja, vor allem eben Finnland und Schweden, weil ja, also Baltisches Meer ist halt ja jetzt ein NATO-See, kann man so sagen. Und natürlich auch, dass jetzt eine viel längere Grenze zur NATO auch besteht, eben in Finnland. Und ja, das muss man auch erstmal alles ja, verteidigen für den Fall des Falles. Da muss man sehr viele Truppen abstellen. Das ist ja auch kein besonders einladendes Gelände dort oben. Das Aber ja, reizt auf jeden Fall die russischen Kapazitäten weiter aus. bin Ja, das ist aber am auch. Überlegen, ob die russische Armee nicht am Ende durch den Ukraine-Krieg gestärkt wurde. Inwiefern? Naja, ich glaube, dass die russische Armee, die aus der Ukraine rauskommt, eine andere russische Armee ist, als die, die in die Ukraine einmarschiert ist. Die Lessons learned für die russische Rüstungsindustrie alleine werden von fast unschätzbarem Wert sein. Die haben da jetzt die Möglichkeit, nicht nur ihre Technologie gegen ja fast den neuesten Scheiß, den der Westen anzubieten hat, auszuprobieren, sondern können auch direkt die neueste westliche Technologie vom Schlachtfeld quasi mitnehmen und für die lokale Rüstungsindustrie nutzen im Sinne von Reverse Engineering und so weiter. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch auf struktureller Ebene. Die russische Armee, die in die Ukraine eingefallen ist, hat ja diesen klassischen Sowjet-Rote Armee-menschliche Wellen-Ansatz verfolgt, also hat Unmengen an Personal und Equipment ohne richtige taktische Ebene quasi ins Gefecht geworfen und hat dafür sich auch ein richtig großes blaues Auge abgeholt. Und ich glaube, dass diese Strukturen, diese verkrusteten Sowjetstrukturen durch diesen Krieg jetzt aufgebrochen sind. Ich glaube, dass das System russischer Armee so durchgeschüttet wurde durch diese anfängliche Katastrophe, dass man sich da jetzt neu aufgestellt hat oder noch am Neuaufstellen ist. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Man sieht immer noch die gleichen Fehler. Also jetzt in der Schlacht um Adrijevka hat Russland unglaublich viel verloren. Also da geht die untersten Schätzungen fangen irgendwo bei 16.000 Menschen an und gehen hoch bis über 40.000. Mindestens mehrere hundert Panzer sind verloren gegangen. Das muss man mal im Kontext einstellen, ne? Historischer Kontext. Westfeldzug der Wehrmacht waren, glaube ich, auch um die 15.000 Tote. Dann war aber Frankreich besiegt und nicht Paris eingenommen. Ja, aber hier sprechen wir um eine mittelgroße Stadt, also Genau, da will ich drauf 30.000 hinaus. Einwohner. Genau, da will ich drauf hinaus. Das ist ein utopisch hoher Verlust für so einen kleinen Gewinn. Das Ja, wollte ich sagen. das sind, glaube ich, irgendwie 3 Kilometer die Front vorgerückt oder so.
Ja, deswegen sehe ich das nicht. Was andere stimmt natürlich, dass Russland kann sich jetzt auf den Krieg der heutigen Zeit einstellen. Und wenn der Krieg für Russland günstig ausgeht, dann gibt es danach keine ukrainische Armee mehr. Das heißt, sie sind die Einzigen, die diese Erfahrung haben. Gut, wenn jetzt der Westen kompetent wäre, würde er Kriegsbeobachter entsenden, die das Ganze sich angucken und die entsprechenden Lehren darauf zu ziehen. Aber das passiert halt nicht in dem verkrusteten System, das wir haben. Ich Es bin mir wird. ziemlich sicher, ehrlicherweise, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ukraine geflutet wurde von CIA-Leuten, die sehr genau gucken, was die Russen machen und was sie nicht machen. Und die Okay, also. elektronische Überwachung des Gefechtsfelds durch die USA, gerade weltraumgestützt, die kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, die USA macht das natürlich, aber irgendwie der Bundeswehr oder so. Ich Ach, glaube, die, also, nein, nein, ich, nein, die nicht. wenn es die Militärbeobachter da hätte, die könnten nicht die Lehren daraus ziehen, die könnten sich ihre Strukturen nicht anpassen. Exakt. Was natürlich ein starkes Argument gegen die staatliche Produktion von Sicherheit ist. Weil sich die marktwirtschaftliche Produktion von Sicherheit hätte die Lehren innerhalb von ein paar Wochen gezogen. Ja, das glaube ich auch. Und würde sie auch immer wieder neu ziehen. Also, weil es würde sich ja, dann, es ändert sich ja permanent etwas. Also allein der Drohnenkrieg, wie er jetzt geführt wird, der war ja am Anfang überhaupt nicht gegeben. Am Anfang war das ja wirklich ein klassischer Krieg, sage ich mal, zwischen zwei semi-modernen Streitkräften. Und jetzt ist das der erste großflächig mit Drohnen geführte Stellungskrieg in der Menschheitsgeschichte. Und da wird sich wahrscheinlich auch noch mal einiges verändern. Aber ich seh den Punkt absolut. Ja, Ja, also es die ist. Konservativen, die behaupten ja, innerhalb von ein paar Jahren wird es dann entsprechende Gegenmittel werden, so dass das alles wieder zurückgerollt wird, aber ich habe Zweifel daran. Ja, man hat auch ein bisschen das Gefühl, oder ich zumindest habe das Gefühl, dass der Krieg da so eine Mischung aus Erster Weltkrieg und Dritter Weltkrieg jetzt geworden ist. Und es ist noch nicht absehbar, inwieweit ja sich das komplett durchsetzen wird. Also die Frage ist eben, wie schnell kann man entsprechende Gegenmaßnahmen entwickeln? Ja, also da muss man vielleicht mal erklären, was jetzt die Besonderheit ist. Also wir sehen hier was völlig untypisch ist für die heutige Zeit, einen Stellungskrieg. Das heißt, dass die Mittel der Verteidigung so viel stärker ist als das des Angriffes, dass auch eine unterlegene Streitmacht wie die Ukraine es schafft, die Front regelmäßig zu stabilisieren. Woran das technologisch liegt, sind einfach, dass die Drohnen, die Gefechtsfeldaufklärung so gut ist, dass man einen größeren Aufschlag direkt mit Artillerie zerschlagen kann. So dass keine größeren Durchbrüche mehr zu erzielen sind. Und das ist insbesondere deshalb außergewöhnlich, weil die Russen ja nach wie vor ja, mehr oder weniger uneingeschränkte Lufthoheit über die Ukraine haben. Ja. Analog dazu, der Irakkrieg wurde maßgeblich aus der Luft gewonnen und die Wehrmacht wurde besiegt, als die Alliierten die Lufthoheit über Europa errungen haben. Das ist also das erste Mal, dass Lufthoheit kein siegbestimmendes Kriterium zu sein scheint. Ja, also man spricht inzwischen von einer vierten bzw. fünften Gefechtsfeldebene, eben diese Drohnenebene oder Kleinstfluggeräteebene, Ja, die jetzt praktisch die Lufthoheit unterläuft. vor dem Hintergrund ist es dann natürlich auch wieder interessant, ja, jetzt zu sehen in den nächsten Monaten, wie sich das entwickeln wird, wenn jetzt die Kampfjets geliefert werden vom Westen. Ob das überhaupt einen Einfluss haben wird oder nicht wirklich. Also gerade was Drohnen angeht, da kann der Westen wahrscheinlich auch noch mehr von der Ukraine lernen als andersrum. Ja, das glaube ich auch. Da haben die Russen aber auch schnell reagiert, ne? Am Anfang war das ja eher so ein ukrainisches Steckenpferd, diese Zivildrohnen umzubauen und dann im großen Stil damit auf russische Panzerjagd zu gehen. Mittlerweile ist, glaube ich, die Mehrzahl der Drohnen, die da unterwegs sind, fast russisch, beziehungsweise iranisch. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, dass die Iraner doch in dem Stil, in dem Ausmaß Drohnen bereitstellen können. Ja, die haben halt wahrscheinlich eine richtige Massenproduktion schon aufgebaut, was das anging. Und die waren wahrscheinlich auch froh, dass sie die loswerden und neue nachproduzieren können. Ja, der Iran ist ja generell auch
total auf Krieg eigentlich ausgelegt. Man sieht ja bei denen auch, dass das natürlich zu Problemen führt, wenn man aus solchen Überlegungen schaut, dass die Bevölkerung wächst und ja, man die dann eben keine ökonomische Perspektive bieten kann. Können nicht alle nur Drohnen zusammenbauen, meinst du? Ja, genau. Und oder ja, halt, wenn man die Bevölkerung vergrößert, um sich zum Beispiel für einen Krieg abzusichern, ja, und der Krieg dann eben nicht kommt, oder zumindest kein richtig heißer Krieg, dass man die Leute verheizen kann, dann kann das eben zu allen möglichen gesellschaftlichen Problemen führen. Stimmt. Aber das wäre ja auch nochmal ein Punkt, wo Russland unter Umständen Nutznießer ist. Ich hatte das mal als eher unüberlegten Hot-Take mal auf Twitter rausgetrötet, aber vielleicht ist da doch was Wahres dran, dass Russland sich einfach systematisch seiner kriminellen, Armen und Asozialen entledigt an der Front. Also die nehmen die, weiß ich nicht, die teuersten, ökonomisch ineffizientesten, schwächsten Teile der Gesellschaft, meistens die an die Front und müssen sich nicht mehr drum kümmern. Ja, die Frage dabei ist eben, inwieweit sowas wirklich funktioniert oder halt nicht noch mehr Probleme schafft, weil ja selbst die Dummen und Asozialen haben Familie und die finden das natürlich nicht so cool. Genau, ja, das anderes Problem ist ja auch die Verrohung von den Kriegsheimkehrern. Also die sind ja nur noch sehr schwer in die Gesellschaft zu integrieren dann. Die russische Gesellschaft. Ja. Ja, nachher saufen die sich tot und verprügeln ihre Frauen. Das kennt man in Russland so noch nicht. Ah, okay, vielleicht sind sie doch integriert. Ja, aber da spielt dann natürlich auch wieder rein, dass sie ja eben hauptsächlich aus den ländlichen Regionen Leute rekrutiert haben für den Krieg oder eingezogen. Also in die Leute in St. Petersburg und Moskau, die betrifft das ja deutlich weniger als die in Sibirien. Genau, das hat aber zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass in St. Petersburg und Moskau natürlich die Funktionseliten leben, wo sich im Prinzip auch das politische Leben Russlands abspielt. Und der andere Grund ist, dass es halt auch einfach alte Wehrdiensttradition in Russland ist. Also schon so, ich glaube, schon zu zaristischen Zeiten, spätestens dann, aber zu Sowjetzeiten war es immer so, dass man eingezogen wurde als junger Mann und man wurde quasi geografisch ans andere Ende des Landes versetzt und da eingesetzt. Das ist eine der Methoden, mit der die Russen versucht haben, diesen Vielvölkerstaat, der ja am Ende die Russische Föderation ist, unter Kontrolle zu bringen, weil du bist, die Theorie ist, dass du als jemand, der aus Sibirien kommt weniger Hemmungen und weniger Solidarisierung zeigt, wenn es darum geht, einen lokalen Aufstand niederzuschlagen, wenn du einfach in einer ganz anderen Föderation eingesetzt wirst. Und ich vermute, dass das auch so ähnlich in die Logik ist mit der Ukraine. Weil ich glaube, Moskau und St. Petersburg sind von ihrer Struktur her doch schon sehr ähnlich zu dem, was man in Kiew auf der Straße antreffen würde, gesellschaftlich. Und da könnte es auch sein, dass da einfach die Hemmungen größer sind oder der Blowback größer wäre, wenn man diese Schicht wirklich dann an die Front setzen würde. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu der russischen Außenpolitik aus so einer Imperiumsperspektive. Das kam jetzt in der letzten Zeit auch vermehrt auf, dass Russland im Prinzip seit der Zarenzeit ein mit Mühe zusammengehaltenes Imperium ist und dass dieser Imperialgedanke halt auch die russische Außenpolitik bis heute bestimmt. Ja, ich glaube, der Begriff Imperium, der ist wahrscheinlich nicht so verbreitet, dass das jeder weiß, was damit gemeint ist. Also das ist in Abgrenzung zum Nationalstaat, es ist ein Staat, in dem eine Machtstruktur fremde Völker beherrscht. Genau, analog zum römischen Imperium, ne, wo du die latinische oder römische Machtstruktur hattest, die dann die verschiedensten Staaten von den antiken Juden in Judäa und heutiges Israel bis hin zu den hispanischen Stämmen im heutigen Spanien dominiert hat und dann mit der Zeit dann romanisiert hat. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie zu dem, was wir auch in Russland sehen. Man hat diese tatsächlich genuin russische Machtstruktur, gehen wir jetzt mal vom Zarenreich aus, die dann die eher nicht russisch geprägten Völker kontrolliert und mit der Zeit russifiziert,
Ist das das richtige Wort? Ja. Beziehungsweise dann in die russische Kultur integriert. Das sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass sie da viele Kinder ja versuchen zu russifizieren aus der Ukraine. Stimmt, ja. Was auch irgendwie total, ja, das ist fast antike Kriegsführung, ne? Dass man Geiseln des Landes, das man angegriffen hat, mitnimmt, um sie zu treuen, eigenen Bürgern zu machen. Insofern ist es am Ende ein Imperialkonflikt, den Russland führt. Führen sie den Krieg mit der Ukraine, um auch die anderen Föderationen innerhalb des Staatengebildes zu, ja, zu pazifizieren, zu unter Kontrolle zu halten. Zum Beispiel Tschetschenien. Ja, die mit ihrer TikTok-Armee ja auch dort beteiligt sind. Also die machen immer ein großes Trara, aber von der ja, Kampffähigkeit sind die wohl nicht so oben mit dabei. Naja, ich denke, das muss man wahrscheinlich am ehesten auch mit der Waffen-SS vergleichen. Von der Funktion her, dass das mehr auf den rückwärtigen Raum gerichtet ist, um da die zum einen die Bevölkerung zu unterdrücken und zum anderen praktisch im Zweifelsfall auch als Speereinheit agieren zu können, um Deserteure zu erwischen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist durch die Einbindung in die Kommando- und Befehlsstruktur der tschetschenischen Armee in die russische Armee im Kontext des Ukraine-Krieges, ist das dann nicht quasi die letzte Stufe der Russifikation der Tschetschenen, die ja lange Zeit eine richtige Problemprovinz waren für die Russen? Also in dem Augenblick, wo ich als Russe die Tschetschenen quasi so weit habe, dass sie mit mir gegen ein anderes Volk kämpfen, habe ich sie dann so weit russifiziert, dass ich mir darum keine Sorgen mehr machen muss. Ja, das kann nur die Zukunft beantworten. Gut, aber was man auch daran, wenn diese Logik stimmt, die wir gerade skizziert haben, dann erklärt sich da ja auch dieser kontinuierliche Expansionsdrang Russlands, dass er praktisch in seiner tausendjährigen Geschichte kontinuierlich andere Staaten, andere Gebiete annektiert hat. Und es würde bestätigen, dass Ludwig von Mises recht hatte. Mit seiner angestrebten Nachkriegsordnung, wo er mehr oder weniger festgestellt hat, dass man ja doch um Russland wie so eine Art Zaun bauen müsste und dann sollen die Russen in ihrem Land machen, was sie wollen, aber sie wollen die anderen Länder dann bitte in Ruhe lassen. Nicht wirklich libertär, was Ludwig von Mises da gesagt hat, also nicht mit, ich sag mal, nicht mit der libertären Orthodoxie unbedingt zu vereinen. Ich glaube, er kam aus einer ähnlichen Ecke. Also er hat, glaube ich, auch schon das Fazit gezogen, dass man mit diesem russischen Imperialismus keinen Frieden wird schließen können. Man kann sich ihm anschließen oder man kann versuchen, ihn einzuhegen. Und er scheint eher pro Einhegung gewesen zu sein. Ja, jetzt bist du wahrscheinlich mit diesem Satz sehr vielen Libertären auf die Zähne getreten. Libertäre triggern, indem ich Ludwig von Mises zitiere, mache ich am zweitliebsten. Ja, ich glaube, gerade in der libertären Szene ist gegenüber Russland ein zu naives Bild, dass man meint, wenn man Russland nicht provoziert, dann passiert einem auch nichts. Das hat schon ein bisschen was von Stockholm-Syndrom-Logik. Ja, das ist genau, das ist dieses Andienen an die Sowjetunion, was man halt früher eher von den sozialistischen Kaderparteien und Jugendorganisationen im Westen kannte, die sich ja auch sehr der Sowjetunion angedient haben. Das machen jetzt halt auch die Libertären. Und ich glaube, da ist auch Putin als Person, als Projektionsobjekt der Libertären sehr, der westlichen Libertären sehr wichtig, weil Putin sich ja schon als Gegenteil vom westlichen Politiker inszeniert. Der westliche Politiker oder der Grund, warum viele Libertärier libertär sind, ist ja eine Unzufriedenheit mit der Degeneration, Korruption, Vorteilsnahme, Bösartigkeit des westlichen Politikers. Und Putin inszeniert sich ja in der Propagandadarstellung als Volkstribun am Ende, der nah am Bürger ist, aber mit einem korrupten Staatsapparat zu kämpfen hat.
Und ich glaube, dass diese Inszenierung sehr, sehr bei vielen vielleicht auch einfach gestrickten Libertären natürlich verfängt, die völlig vergessen, dass Putin natürlich der korrupteste Mafiosi an der Spitze einer mafiösen Organisation ist. Und das ist bei der Kremlokratie ist das mit der Mafia tatsächlich wirklich zu nehmen. Das kannst du da wirklich nicht mehr auseinanderfummeln, was er jetzt noch Staat und schon Mafia ist. Ja, das sieht sich immer auch, wenn man in die Biografie dieser Oligarchen schaut, da vermischt das echt sehr extrem. Ja, Prigozhin zum Beispiel. Ja, der ist das nicht der Einzige. Ja, ist aber, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Ne? Der kam ja wirklich aus der organisierten Kriminalität, hat sich dann innerhalb des Kremls irgendwie hochgedient durch weiß ich nicht welche Mittel und war dann eine Weile Putins starker Mann, bis er dann in Ungnade gefallen ist, eine sehr seltsame Rebellion gestartet hat, um dann leider bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen. Ja, ich glaube, was auch ein wichtiger Aspekt ist in der russischen Außenpolitik oder der Geostrategie von Russland, ist natürlich auch die Geografie von Russland. Also das russische Kernland, würde ich es jetzt mal nennen, ist ja schon relativ einfach passierbares Terrain. Und deswegen hat man eben historisch auch immer diesen Expansionsdrang gesehen. Also gerade auch jetzt, wenn man sich denken würde, wenn die Ukraine jetzt zum Beispiel in der NATO wäre, dann würde ja gar nichts dem entgegenstehen, dass da gepanzerte Verbände hier die Wolga oder Volgograd Gap, also auf jeden Fall den südlichen Teil von Russland vom nördlichen abzutrennen. Da kann man eben sehr gut durchfahren. Das hat auch die Wehrmacht probiert, aber nicht geschafft. Und gerade auch deswegen, denke ich, gibt es diesen Drang zur Expansion. Ja, also das Schaffen von strategischer Tiefe, dass man Zeit hat, den Gegner zu stoppen, bevor er strategisch wichtige Punkte einnehmen kann. Und ja, der Punkt, den will ich vielleicht noch machen. Russland wird halt auch dahingehend vom Westen unterschätzt, dass der Westen immer wieder so eine technokratische oder technophile Perspektive auf Krieg einnimmt. Also man glaubt, dass die besseren Waffen die schlechteren Waffen schlagen werden. Und Russland hat, glaube ich, schon verinnerlicht, dass es am Ende ein Numbers Game ist. Also Russland ist, wenn man jetzt noch von eher sophisticated Elektronikkomponenten absieht, in der Lage, eine komplette Rüstungsindustrie aus heimischen Ressourcen zu unterstützen, also sie zu unterhalten. Sie können quasi autark, ohne groß auf Außenhandel angewiesen zu sein, Krieg führen und haben dafür fast alle Ressourcen, die man, ja, oder eigentlich alle Ressourcen, die man zumindest für einen Low-Tech-Krieg braucht, haben sie im Land. Und deswegen waren diese ganzen Bemühungen des Westens, Russland mit irgendwelchen Sanktionen und dem Ausschluss aus dem SWIFT-System und so weiter in die Knie zu zwingen, eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt in meinen Augen. Also das konnte nicht funktionieren. Ja, also bevor wir uns auf die Kriegschancen von Ukraine und Russland diskutieren, sollten wir vielleicht mal darauf eingehen, wie wir die Ergebnisse des Krieges bewerten würden aus libertärer Perspektive. Also wenn man es mal in drei Klassen einteilt, günstiger Ausgang für Russland wäre, die Ukraine hört auf als souveräner Staat zu existieren und wird entweder zum russischen Vasallenstaat oder wird ganz annektiert. Das andere Extrem wäre, die Ukraine setzt sich durch und schafft es, den Russen aus dem Land zu werfen und auch die Krim zurückzugewinnen. Und dazwischen wäre irgendwie ein Waffenstillstand, der beinhaltet, dass die Ukraine als souveräner Staat weiter existiert, aber Russland es gelingt, Territorium zu annektieren. Und dann ein eingefrorener Dauerkonflikt wie Nord- und Südkorea wäre dann. Ja, ich denke, im mittleren Szenario wäre das sehr wahrscheinliche Ergebnis, dass die Ukraine in irgendeiner Weise in das westliche Bündnissystem aufgenommen wird, entweder direkt in NATO oder, falls es irgendwie der Waffenstillstandsvereinbarung widerspricht, dann im Rahmen von irgendwelchen bilateralen Sicherheitsgarantien. Und die auch irgendwie so glaubwürdig unterfüttert werden sein müssen, das heißt, dass da irgendwie eine amerikanische oder britische Militärbasis errichtet wird. Ja, wie bewertet man das aus libertärer Perspektive?
Und aus der Logik der Ukraine selbst müssen sie ja eigentlich auch in so ein Bündnis aufgenommen werden, wenn sie eine Verhandlungslösung anstreben. Weil wenn sie das nicht tun, ich meine, das Land ist zerstört, Russland ist direkt an der Grenze. Im Endeffekt ist jedem Investor klar, wenn ich da investiere, dann kann es sein, dass in 5 Jahren die Russen das nächste Mal kommen. Und deswegen werden die nicht investieren, solange es keine entsprechenden Sicherheitsgarantien gibt. Ja, Also. hast du, Russland hat natürlich auch viel bessere Chancen, sich vom Krieg zu erholen als die Ukraine. Ja, da ist ja auch ein großer Teil der Bevölkerung jetzt abgewandert, ja, und von auch vom produktiven Teil sind auch einfach jetzt sehr viele gestorben. Aber das ist ja die gute Überleitung zu libertären Bewertungen, wenn die Ukraine jetzt, wenn jetzt das der negative Extremfall eintritt für die Ukraine und die Ukraine würde vollständig annektiert oder zum Vasallenstaat werden. Was würde das auslösen? Es würde nochmal eine riesige Fluchtbewegung in den Westen auslösen von ukrainischen Zivilisten. Also nochmal Millionen Menschen, die quasi in den Westen strömen. Ich meine, klar, aus anarchistischer Perspektive ist das auch ihr gutes Recht, sich da niederzulassen, wo sie sich niederlassen dürfen. Aber das ist natürlich ein millionenfaches Unrecht, was dann auch diesen Menschen zuteil wird, die ja dann auch von ihrem Eigentum, Privateigentum zum Teil auch getrennt und vertrieben werden. Das wäre mal so ein erster vorsichtiger Versuch, das zu bewerten. Der Freiheit ist sicherlich auch nicht gedient, wenn russische Soldaten an der polnischen Grenze anklopfen. Ja, das würde wahrscheinlich den ganzen Konflikt auf ein neues Niveau heben, mit dem Ergebnis, dass auch die westlichen Staaten sich intern militarisieren. Das ist einen neuen eisernen Vorhang auch. Der dann halt Ja, oder auch zu. nicht mehr durch Berlin läuft, was schade ist, sondern an der polnischen Grenze. Ja, oder auch, dass eine gewisse militärische Logik Einzug ins Alltagsleben erhält. Also, Verdunklung bitte. Verdunklung, Wehrpflicht. Werblich wird auf jeden Dann Fall willkommen, ja. sehen wir uns alle in der Kaserne. Das andere ist, dass, wenn man es mal von der europäischen Perspektive löst und man es mal weltweit betrachtet, ist, wenn es Russland gelingt, die Ukraine zu annektieren oder irgendwie sonstig anderweitig zu unterwerfen, ist natürlich ein Anreiz, das an anderen Stellen auch zu probieren. In der NATO-Sicht haben die vor allem die Angst um die baltischen Staaten, aber was wahrscheinlich sehr viel wahrscheinlicher ist, ist Georgien. Und Georgien ist natürlich aus libertärer Sicht Perspektive interessant, weil das natürlich sein Steuersystem, die Territorialbesteuerung, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Und global gesehen, wenn man auf die Märkte schaut, die Ukraine ist ein wichtiger Lieferant, natürlich A von Düngemittel, aber B auch von Getreide, insbesondere von hochwertigem für den menschlichen Verzehr geeigneten Getreide. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber wirklich nur eine sehr fast abwegige Theorie, dass sollte Russland die ukrainische Getreideproduktion übernehmen, diese Mengen an Getreide nicht mehr wirklich dem Weltmarkt zur Verfügung stehen, wie sie es jetzt tun, sondern dass diese unter anderem zu einem Vorzugspreis nach China geliefert werden müssen und sich China damit die aktuelle Unterstützung von Russland bezahlen lässt. Weil China hat nach wie vor große Angst vor einer Hungersnot, das sind nationale Traumata und die Nahrungsmittelversorgung in China ist alles andere als gesichert. Ja, oder was natürlich auch eine Option wäre, ist, dass das für Russland geostrategische Druckmittel eröffnet, wenn es die Getreideversorgung abdrehen kann, auf dem Weltmarkt. Ja, damit kannst du ganze Kontinente destabilisieren, insbesondere Afrika. Ja, aber auch im Nahen Osten. Also da ist auch sehr viel Potenzial, was das angeht. Ich will jetzt aber nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar. Es ist ja eigentlich jetzt schon so, dass russische Soldaten de facto an der polnischen Grenze stehen, einfach über den Vasallenstaat Weißrussland. Genau, ja, genau. Dann ist ja schon die Frage, würde das wirklich so viel ändern, wenn jetzt noch eben auch sozusagen im Vasallenstaat Ukraine in dem Fall, dass sich das eben so beenden würde, würde das wirklich so einen großen Unterschied machen? Also ich glaube. So oder so würde es auf jeden Fall, also einfach nur dadurch, dass der Krieg überhaupt gestartet wurde und diese ganzen Geschichten mit Helsinki-Abkommen jetzt vom Tisch sind, viel machen, aber
Also ich glaube, in beiden Extremfällen, in dem Extremfall Ukraine bleibt unabhängig und Extremfall Russland gewinnt, hast du den gleichen Outcome an der Stelle. Du hast eine unmittelbare NATO-Russland-Grenze, also wo NATO-Territorium direkt an Russland grenzt. Und ich glaube, dass mit den baltischen Staaten so. Ja, aber das ist eine kleine überschaubare Grenze. Das Baltikum ist was anderes. Das wird im Zweifel preisgegeben. Je länger die Grenze ist, desto mehr Konfliktpotenzial ist da. Also, und ich denke auch, das muss man ehrlich sagen. Keiner führt einen Atomkrieg wegen Lettland. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das wird nicht passieren und das wissen die Letten auch. Weiß nicht. Also deswegen sind die ja so drauf aus, dass sie so viele ausländische Soldaten wie möglich auf ihr Territorium drauf bekommen. Damit die sie halt nicht einfach einen Rückzieher machen können im Falle des Falles. Naja, ja, aber wie aussichtsreich ist das tatsächlich? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, das Baltikum, das würde die NATO im Zweifelsfall preisgeben. Das ist eine kaum zu haltende Front. Das Problem ist, wenn das gemacht wird, dann ist die NATO hinterher Geschichte. Ja. Es kann sich vielleicht Frankreich erlauben, aber das kann sich kein osteuropäisches Land erlauben. Die würden wahrscheinlich alle mitziehen und die Ukraine und die Estland unterstützen. Und ich meine, rein von den Zahlen her könnte das fast reichen, um Russland zu schlagen. Vor allem, wenn sie von der USA zumindest materiell unterstützt werden. Ja, ich glaube. Also rein auf konventioneller Ebene. Was da wahrscheinlich auch nochmal einen großen Einfluss spielen würde, wäre eben, dass der Westen schon in der Lage ist, einen Großteil der russischen Infrastruktur und auch der Produktionskapazität eben mit Raketen zu zerstören. Was eben die Ukraine jetzt gerade auch nicht machen kann, weil sie... Das hatten wir am Anfang besprochen, innerhalb der ersten paar Wochen, aber danach sind die Raketen weg und verschlossen. Genau, das ist halt diese westliche Tiefen- versus Breitenrüstung-Problematik. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal hinweisen, dass die Luftabwehrtruppen nicht der schwächste Teil der russischen Armee sind. Also die Luftabwehr, insbesondere aber auch die Raketentruppen in Russland, sind traditionell ziemlich gut. Und vor den modernen russischen Luftabwehrsystemen hat auch die NATO Respekt. Und die Türkei hat nicht ohne Grund diese Luftabwehrraketen. Die russischen A-50 haben auch Respekt vor dem russischen Abwehrsystem. Neuerdings ja. Wobei man aber auch sagen muss, dass die sich auch schon den ein oder anderen Fehler jetzt im Konflikt erlaubt haben. Also gab ja schon das eine oder andere Passagierflugzeug abgeschossen haben. Ja, oder auch wo irgendwelche ukrainischen Drohnen es bis nach Moskau geschafft haben. Das passiert regelmäßig. Ja, das ist wahrscheinlich sogar einer der Punkte, die Siegchancen der Ukraine am stärksten beeinflussen, ist, dass sie können Infrastruktur tief im Russland treffen und Russland ist von seinen Exporten auf wenige kritische Infrastruktur angewiesen. Also diese ganzen Gasterminals oder so, das sind nicht so viele Anlagen, die man da zerstören müsste. Und die hast du auch nicht so schnell repariert. Dass nach einem Raketenangriff hast du die auch nicht so schnell wieder einsatzbereit. Das würden die also tatsächlich merken. Gut, momentan ist es so, dass die Ukraine kann nur mit eigenproduzierten Waffen die tiefe Schläge gegen Russland ausführen, weil es von den westlichen Alliierten keine Freigabe dafür bekommt. Aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Ukraine westliche Waffen so weit reverse-engineert hat, dass sie weitreichende Versionen davon bauen können. Also sie haben jetzt die britische Storm Shadow ja im Sortiment und das ist ein Marschflugkörper und die werden auf jeden Fall ein oder zwei Einheiten davon auseinandergebaut haben und schauen, wie sie das in einer reichweitengesteigerten Version lokal selbst produzieren können. Ich meine, die Elektronik, dafür kommen sie ja. Und im Zweifelsfall können sie die Elektronik auch irgendwie anderweitig beschaffen. Ja gut, weil was ansonsten den Chancen für die Ukraine angeht, die ist von der westlichen Unterstützung total abhängig, gerade was die Unterstützung mit Munition angeht.
Also sowohl Ja. Artilleriemunition als auch Munition für Luftabwehrmittel. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob der Westen die in den Westen gesetzten Erwartungen erfüllen kann. Also die Ukrainer, die verfeuern, glaube ich, pro Monat irgendwie 250.000 Stück Artilleriegranaten. Und ich weiß nicht, wie viel der Westen im Jahr produziert. Also lass es 1 Million sein oder 2 Millionen. Da sieht man auch die extreme Kurzsichtigkeit vom Westen. Der fängt jetzt an, die Produktion auszuweiten, obwohl das eigentlich, wenn man vor einem Jahr gesagt hat, okay, die Ukrainer, die machen jetzt ihre Offensive. Wenn die gelingt, geht der Krieg weiter. Und wenn sie nicht gelingt, geht der Krieg auch weiter. Also müssten wir jetzt anfangen, die Ukraine auf einen langfristigen Krieg vorzubereiten und auch die Munitionsproduktion hochzufahren. Das war eigentlich absehbar. Ja, es war total absehbar. Und es ist einfach, man hat sich halt auf diese modernen Waffen vollständig verlassen. Und man hat gedacht, die kriegen jetzt irgendwie die Switchblade-Drohnen und dann wird das besser. Die kriegen jetzt HIMARS und dann wird es besser. Sie haben, glaube ich, auch diese Gridkiller-Raketen von den Amerikanern geliefert bekommen. Und man hat immer gedacht, so die nächste Eskalationsstufe, das ist es dann. Sie kriegen jetzt den Leopard 2 und dann funktioniert die Offensive. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Ich bin aber ein bisschen darüber verwundert, an der Stelle kleine Seitennotiz, dass wir so wenig Bilder von zerstörten Leopard 2 sehen in Deutschland. Ja, die werden halt nicht in dem Maß eingesetzt, wie man es erwarten könnte. Ja, ich würde aber nicht sagen, es ist nichts passiert, weil es ist ja schon zumindest das passiert, dass sie den Krieg noch nicht verloren haben. Also da muss Definitiv. man, glaube ich, auch den modernen Waffen schon sehr viel Credit für geben, gerade am Anfang, was eben Javelin und solche Geschichten angeht. Das war, glaube ich, schon ein Game Changer damals. Das glaube ich auch. Gerade diese S-Raw oder sowas, die sie da geliefert hatten, war wohl die echte Pest. Und dann gab es dann auch ganz weit diese Meme-Phase mit den Cope-Cages über den russischen Panzer, mit denen sie versucht haben, sich vor den Javelins zu verteidigen, was dann überhaupt nicht Ja, funktioniert hat. ich glaube, das ist tatsächlich eine sinnvolle Lehre, die man aus dem Krieg gezogen hat, diese Cope-Cages. Aber die werden jetzt nicht mehr eingesetzt, oder? Also entweder werden die Javelins nicht mehr eingesetzt oder die Cope-Cages haben nicht funktioniert. Also Also ich meine, es gibt sogar Cope-Cages. zum Teil Systeme, wo die fest verbaut sind und nicht nur improvisiert. Ach was. Die Amerikaner hatten tatsächlich auch während ihren Kriegen Cope-Cages an ihren Fahrzeugen, also in der Vergangenheit Die immer haben sich mal, aber glaube gegen die ich. RPGs gerichtet. Ich glaube, die Javelin, die funktioniert aber noch ein bisschen anders. Ja, Die okay. Javelin Ja. ist nicht an den Aufschlagzünder gebunden, sondern geht quasi vorher los. Und die Cope-Cages der Amerikaner, die haben sich gegen den Aufschlagzünder der RPGs gerichtet, der ja dann Ja, die ich glaube, Konsumladung also, auslöst. ich denke, die Cope-Kettes sind tatsächlich vor allem dazu gedacht, dass man mit so einer Eigenbaudrohne keine Granate abwirft, die dann in den Turm fällt. Da gibt es auch schlimme Videos drüber, ja. Jetzt davon abgesehen, ja, diese westlichen Waffenlieferungen, die waren schon Game Changer, aber ich glaube, dass der initiale Vormarsch der Russen aufgehalten wurde, und da rede ich jetzt tatsächlich so von den ersten 6 Wochen, bevor es im nennenswerten Umfang Waffenlieferungen gab, lag auch daran, dass die Ukrainer einfach gottlos Menschen gegen die russischen Verbände geworfen haben. Ich bin mir aus dieser Zeit, das waren, glaube ich, 6 bis 8 Wochen, da gab es quasi keine zuverlässigen oder semi-zuverlässigen Informationen in der Presse. Da gab es einen richtigen Nebel eher. Und ich glaube, dass es in dieser Zeit astronomische Verlustzahlen für die ukrainische Armee gab. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren, wenn der Krieg vorbei ist, wir nochmal sehr erschrocken zurückblicken werden auf diese ersten 6 bis 8 Wochen, wie die Ukraine, mit welchem Blutzoll sie quasi initial den russischen Vormarsch zumindest verlangsamt hat. Ja, nicht unbedingt. Also in der Verteidigung verliert man in der Regel sehr viel weniger Menschen als im Angriff. Und okay, die Russen hätten es möglicherweise durch massive Luftunterstützung kompensieren können, aber ich glaube, auch die hat es nicht in dem Maße gegeben, wie man es eigentlich erwartet hätte können. Ja, ich glaube aber Da auch, dass waren, da glaube die ich, Russen viele ausgelernt Beobachter haben. waren am Anfang darüber überrascht, wie wenig die Russen ihre Luftwaffe eingesetzt haben. War das nicht sogar bei diesem Angriff auf den Lufthafen, auf den Flughafen in Kiew, Hostomel, wo die wirklich Luftlandetruppen mit Hubschraubern eingeflogen haben, ohne dass die gedeckt wurden von der Luftwaffe und dass die Ukrainer die dann wirklich einfach abschießen konnten? Ja, da ist einiges schiefgegangen auf jeden Fall. Also
Aber auch einige von den Kampfhubschraubern, die wurden, glaube ich, im Vorhinein schon abgeschossen, bevor sie da überhaupt angekommen sind. Und ja, da hat auch die ukrainische Armee relativ schnell eben reagiert und die Landebahnen unbrauchbar gemacht, weil die ganzen ja, Flugzeuge mit Verstärkungstruppen, die waren alle schon auf dem Weg dorthin. Also Also die wenn die Story, die hätten man hört, ist absetzen können. tatsächlich, dass zufällig die Einheit, die den Flughafen verteidigt hat, mit schweren Waffen ausgestattet war. Und dass das praktisch der kriegsentscheidende Zufall war. Okay, aber zurück zur Ausgangsfrage. Ukraine gewinnt den Krieg, Ukraine verliert den Krieg, oder es wird nach wie vor so eine teilsouveräne Ukraine geben oder Teile der Ukraine, anders formuliert, Teile der Ukraine werden weiterhin souverän sein und im Bündnissystem der NATO integriert sein. Was ist aus libertärer Sicht da noch zu bewerten? Gibt es da noch offene Punkte? Ja, natürlich. Welche Mittel sind legitim, um dieses Ziel zu erreichen? Jetzt provozierst du mich, aber jetzt provozierst du mich, aber du weißt, mein Standpunkt ist, von mir aus kann die Ukraine auf eigenem Territorium auch Giftgas einsetzen. Also es ist eine, also die Wahl der Mittel ist eine Frage der Taktik und Strategie, aber keine moralische in einem Abwehrkrieg. Ja, nee, es geht jetzt weniger um die Frage von, was die Ukraine tun sollte, aber ist es aus libertärer Sicht gerechtfertigt, dass Steuermittel eingesetzt werden, um die Ukraine zu unterstützen? Würde sagen, offensichtlich nicht. Nein. Aus Unrecht entsteht kein Recht. Die Erhebung von Steuern ist Unrecht. Alles, was ich mit Steuermitteln mache, ist Unrecht. Also transitiv dann. Ja, der Zweck heiligt die Mittel nicht. Ja, gut, ich meine, das Problem, das ich sehe, ist, natürlich würde es das nicht rechtfertigen, aber wir haben die Situation, dass die Staaten die Produktion von Sicherheit monopolisieren. Das heißt, wir können es nicht einfach zusammensetzen und sagen, okay, dass uns die Ukraine gewinnt, ist so wichtig, dass wir Geld in einen Topf schmeißen und der Ukraine 10 Panzer spendieren. Das erlaubt das Kriegsrecht nicht. Ja, also ich glaube, wenn es wirklich darum gehen würde, Deswegen. den Krieg schnell zu pazifizieren, dann würden wir noch mal eine andere Drohkulisse erleben. Und ich glaube, dass das auch günstiger geht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wo jetzt tatsächlich der Westen mit der Ukraine hin möchte. Ich glaube, das weiß der Westen selber auch noch nicht. Und ich glaube, dass diese Waffenlieferungen in erster Linie erfolgen, um Zeit zu gewinnen. Und ich glaube nicht, dass das der Weg zum Kriegsende ist, einfach mehr von dem zu tun, was der Westen bis jetzt getan hat. Also ich glaube, auch aus einer instrumentellen Perspektive wären die Waffenlieferungen aus der libertären Sicht nicht zielführend, wenn man sagt, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Ja, es ist halt auch die Frage, geht es wirklich darum zu gewinnen, also jetzt aus der Perspektive zum Beispiel von den USA oder den Westen generell, oder geht es darum, ja, die Russen so massiv wie es geht aufzureiben? Ja, was natürlich auch ein mögliches Interesse vom Westen sein könnte. Also, wenn der Krieg noch 3 Jahre weitergeht, ist wahrscheinlich von der Schwarzmeerflotte nicht viel übrig. Möglicherweise haben die Russen dann auch keine funktionierenden E-Werksysteme mehr. Oder wie das russische Podor auch immer heißen mag. Also die A-50 und A-50U-Flugzeuge. Das hätte man natürlich im kurzen Konflikt nicht. Ja, und vor allem auch der ganze ökonomische Schaden, der natürlich dadurch entsteht, dass man eine Teilmobilisierung im Land hat, ja, dass die ganzen Leute sich auch nicht weiterbilden, dass sie aus ihrem Umfeld rausgerissen werden für eine längere Zeit und dann ja mit Kriegserfahrungen wieder zurückkehren. Ja, das und auf der anderen Seite halt auch unmittelbaren Fehlallokationen in der Allokation von Produktionsgütern. Also du hast ja dann einen signifikanten Teil der Volkswirtschaft, der einfach gebunden ist mit der Produktion von irgendwelchen Kriegsgütern, die dann in der Ostfront in die Luft gejagt werden. Das ist schlicht und ergreifend Ressourcenverschwendung, ne? Also das ist natürlich dann, irgendwann kommst du halt an so einen Break-Even-Point, wo es sich halt schlicht und ergreifend nicht lohnt, ökonomisch jetzt mal gesehen, die Ukraine zu unterstützen, weil dann die Kosten irgendwann gleich oder genauso hoch sind, als wenn Russland gewinnt.
Wenn ich aber jetzt als Bürger hingehe und gucke, dass bei Lidl das Brot mittlerweile irgendwie 8 Euro das Kilogramm kostet in manchen Städten, dann habe ich schon ein Interesse daran, dass das ukrainische Getreide auch weiterhin dem Weltmarkt zur Verfügung steht. Auch als Libertärer. Und dass die Russen sich das nicht unter den Nagel reißen und entweder als geopolitisches Druckmittel einsetzen, wie sie das bereits beim Gas machen, oder zum Freundschaftspreis an China verhökern. Ja, also wie gesagt, aus libertärer Perspektive ist das ein echtes moralisches Dilemma, wo es keine gute Lösung gibt. Ja, die gute Lösung wäre halt, dass der Staat tatsächlich von seinem Monopol der Produktion von Sicherheit zumindest in der Außenpolitik absieht und es Rüstungsunternehmen erlaubt, für die Ukraine eine Art Militär-Amazon aufzubauen, wo die Ukrainer dann einfach direkt bei der Rüstungsindustrie das bestellen können, was sie möchten. Und dann nicht auf die Spenden, steuerfinanzierten Spenden angewiesen sind. Ja, das wäre natürlich dieses Optimum aus libertärer Perspektive. Und dann muss man halt überlegen, was halt ein solches Militär-Amazon wohl nehmen könnte als Gegenleistung von der Ukraine, wenn es nicht die wertlose, ich weiß nicht, womit bezahlt man in der Ukraine eigentlich im Moment, in AK-47-Munition wahrscheinlich, die wertlose ukrainische Landeswährung dann ist. Ja, wobei da natürlich auch die Frage besteht, werden die Rüstungsproduzenten überhaupt bereit, an die Ukraine zu verkaufen? Weil, ja, jetzt finanzieren werden sie es nicht können. Und also müsste es irgendwie auf Pump geschehen. Und da ist natürlich auch die Frage, will man sich als Unternehmen im Endeffekt so weit reinlevern, um einen Staat zu stützen, der, wenn er verliert, gar nichts bezahlen wird. Und auch wenn er gewinnt, es sehr dubios ist, inwieweit es in der Zukunft bezahlt werden kann. Ja, ich denke, im Endeffekt müssen die Leute, die ein Interesse daran haben, dass die Ukraine gewinnt, das in irgendeiner Form finanzieren, wie auch immer die genaue Struktur dann aussehen wird, also wenn sie nicht auf Zwang beruht. Wie wenn es irgendwelche Sicherheitsrückversicherer sind oder wie auch immer. Aber ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ich glaube, der Westen, der hat kein Playbook. Der Westen hat kein Playbook, wie er diesen Konflikt beenden kann. Ich glaube, die gesamte Strategie des Westens basiert im Moment darauf, die Ukraine mit Nachrichtendienstinformationen und Waffen zu versorgen und dann das Beste hoffen. Und, ja, man sieht es auch daran, dass die Entscheidungen immer auf sehr kurzfristig angelegt sind und immer gerade das, was gerade passiert ist, beinhalten, Grundlage aber für nicht, die Entscheidung. Nicht antizipieren, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja. Und genau das ist halt, ich glaube, das hätte es mit den vergangenen Politikergenerationen nicht gegeben. Ich glaube, da sieht man auch den intellektuellen Verschleiß der Funktionseliten im Westen. Ich vermute, unter einem Strauß, unter einem Genscher und den altgedienten US-Außenpolitik-Haudegen hätte es schon sowas wie ein richtiges Playbook, eine richtige Strategie gegeben, wie man aus diesem Ding wieder rauskommt. Und wenn es ein amerikanischer Flugzeugträger im Schwarzen Meer gewesen wäre. Also wenn man da überhaupt rauskommen will. Das könnte ja auch sein. Wenn man da überhaupt rauskommen will, ja. Ja, gut, ich denke, zum Thema Ukraine haben wir jetzt schon ziemlich erschöpfend diskutiert. Oder gibt es noch Aspekte, die wir anschneiden sollten? Ich vermute, das ist ein absolutes Rabbit Hole, aber wir können jetzt mal gerne zum nächsten Thema gehen, weil wir autistieren schon ein bisschen sehr über Details. Ja, was ja auch best ist. Was ja auch best ist. Ja, das nächste Thema, das wird nicht weniger kontrovers, ist der Nahostkonflikt. Ah, endlich ein leichtes Gesprächsthema. Ja, Nahostkonflikt beginnt wahrscheinlich ab der Gründung Israels, ne? 1948 war das, glaube ich. Ja, die Vorgeschichte geht ja deutlich früher mit dem Zionismus. Zionismus fängt es an. Angefangen hat es mit Kaiser Augustus. Ja, aber ja. Wisst ihr denn, wer der eigentliche Schuldige ist? Wer ist der eigentliche Schuldige? Aus dem Fenster, es sind die Briten, ja.
sind die Briten. Darauf können wir uns einigen, auf jeden Fall, ja. Ja, die Briten sind hingegangen und haben beiden Parteien das ganze Land versprochen. Ja, dann war es vielleicht doch nicht so schwierig. Wir sind schon fertig mit dem Thema. Ja, perfekt. Die Briten sind schuld. Die Briten sind schuld. nee, was gerade in der libertären Szene, das finde ich zum Teil erschreckend, wie naiv einfach die palästinensische Propaganda übernommen wird. Zum Beispiel von Hans-Hermann Hoppe, der in seinem offenen Brief an, wie heißt der gute Mann? Walter Block. Walter Block, genau. Schreibt, dass bei der Staatsgründung nur 6% vom Land in israelischem Besitz ist. Das stimmt sogar. Na gut, das waren 6,6%. Was er aber nicht sagt, ist, dass eigentlich dass zu der Zeit der Großteil des Landes im Staatsbesitz waren und sich dadurch diese 6% sehr stark relativieren. Also vom dem Land der Privatbesitz waren es tatsächlich knapp ein Viertel. Das ist ein Riesenproblem. Und es ist halt, also gerade in der deutschen libertären Diskussion, in Teilen aber auch in den amerikanischen, in der amerikanischen Diskussion unter Libertären, ähneln sich die Argumente sehr mit dem anti-westlich, anti-zionistisch-linken Narrativ. Ja, sind im Teil wird ja tatsächlich diese postkolonialistische Diskurs aufgenommen, was eine marxistische Theorie ist. Was eine marxistische Theorie ist und was ja auch dazu führt, dass Israel als Projektionsfläche genutzt wird, wo dieser Anti-Imperialismus, dieser linke Anti-Imperialismus ja rein projiziert wird. Dass Israel, das ist ja so ein ganz bekannter Trope dann in diesem Narrativ, dass Israel am Ende eine US-Kolonie ist im Nahen Osten. Ja, also ich meine, es gibt ja schon auch. Es gibt ja schon auch Dinge, die in die Richtung auf jeden Fall hinweisen. Also Israel bekommt ja schon ziemlich viel militärische Unterstützung und auch Geschenke von den USA. Da kommen wir jetzt halt wieder auch zurück zu dem, was ich vorher geäußert habe. Das könnte natürlich auch einfach nur die außenpolitische Strategie sein, ja. Ja, ich vermute, dass ein starkes Land mit Westbindung, was auch irgendwie kulturell irgendwie westlich geprägt ist, und das ist Israel, ja, oder sehr deutlich sogar westlich geprägt ist, ist einfach im Interesse der USA. Punkt. Also, und ich glaube, ob das jetzt Juden sind oder nicht, das ist aus Perspektive der USA außenpolitisch erstmal austauschbar, aber es gibt natürlich in den USA auch traditionell sehr einflussreiche zionistische Organisationen, die auch Einfluss nehmen auf die Politik. Also das ist halt keine Verschwörungstheorie, das ist so. Aber jetzt mal losgelöst davon, ich glaube, westliche Demokratie im Nahen Osten, die zum Teil auch noch stabilisierend auf die Region wirkt, auch wenn sie ist ein Instabilitätsmoment, aber wirkt in manchen Ebenen halt eben doch stabilisierend, indem sie auch die lokalen Warlords da in Schach hält. Das kann auch Kalkül sein. Aber deswegen ist das aus Sicht der USA vielleicht so eine Art Kolonie, aber ich glaube, die Israelis sehen sich nicht als US-Kolonie. Ja, ich denke, was Israel braucht, um seine Sicherheit zu gewährleisten, ist deutlich weniger als ist deutlich weniger, als dass es rechtfertigen würde, es als Kolonie zu betrachten, weil es nicht hundertprozentig sicherheitspolitisch abhängig ist von den USA. Nö, die haben ja tatsächlich über die letzten Jahre auch einen sehr gut funktionierenden Rüstungssektor aufgebaut, der ja auch nach wie vor als Innovationstreiber international auf den Märkten auftritt. Also die modernsten Drohnen, die die USA, die Deutschland hat, die kommen aus Israel. Israel liefert unfassbar viel Elektronik-Know-how an vielen Stellen und hat jetzt auch, was den Panzerbau angeht, nach meinem Verständnis Maßstäbe gesetzt, der jetzt auch in den nächsten Panzergenerationen der übrigen Westmächte mit aufgenommen werden soll. Ja, was natürlich dann auch ein sicherheitspolitisches Interesse am Erhalt Israels bedeutet. Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn wir über den Nahostkonflikt reden, kommen wir ja nicht darum herum, auch jetzt über das aktuelle Wiederaufflammen dieses Konfliktes zu sprechen, was ja seit Jahrzehnten jetzt der akuteste Moment in diesem Konflikt ist. Die israelische Armee ist in den Gazastreifen eingerückt, nachdem die Hamas, ich glaube, gut 1200 Israelis bei einer groß angelegten und scheinbar auch langfristig geplanten Terrorattacke umgebracht hat und ich glaube, über 100 Menschen als Geisel in den Gazastreifen verschleppt hat. Das wirft jetzt natürlich erstmal die Frage auf, was war der Plan der Hamas und hat er funktioniert? Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, Israel wird sich nicht selber auflösen. Wie sollte Israel aus libertärer Perspektive mit dem Gazastreifen umgehen? Beziehungsweise, was ist die libertäre Bewertung des Umgangs von Israel mit dem Gazastreifen? Ja, da bewegt man sich natürlich auf sehr schwieriges Terrain. Ich hätte jetzt aber zuerst noch mal was anderes, und zwar eine Theorie, warum dieser, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, am besten Terroranschlag der Hamas stattgefunden hat. Es gab ja nämlich relativ weit fortgeschrittene Annäherungen zwischen Israel und Saudi-Arabien. Und dann könnte es natürlich das ein Mittel gewesen sein, um diesen Fortschritt ja, zu unterbinden. Also das wäre natürlich für den Iran der absolute Worst Case, wenn Israel und Saudi-Arabien die Beziehungen normalisieren. Das war ja auch schon davor, dass, ich glaube, es waren die Vereinigten Arabischen Emirate, ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel normalisiert haben. Und ja, das wird den Iran natürlich vor riesige Probleme stellen. Ja, und ich denke, das erklärt auch, was das Kalkül der Hamas ist, nämlich genau diesen Annäherungsprozess, diesen Friedensprozess im Nahen Osten zu torpedieren, möglicherweise auch auf Anstiftung durch den Iran heraus. Und im Zweifelsfall riskieren, dass die Hamas nicht mehr existiert oder der Gazastreifen nicht mehr existiert? Naja, die Strategie von der Hamas ist ja immer die, so viel Propaganda zu schleudern, bis der Druck auf Israel so groß ist, dass sie ihre Militäraktion abbrechen müssen. Ich denke, das ist ihr Kalkül. Geht das auf? Jetzt aktuell? Ich denke schon. Also ich meine, im libertären Spektrum gibt es viele Leute, die meinen, Israel würde Zehntausende von Menschen im Gazastreifen töten. Was sich allein auf Hamas-Angaben bezieht. Ja, das könnte aber auch daran liegen, dass Teile der libertären Szene einfach komplett verblödet ist. Ich meine, jetzt mal raus aus der libertären Bubble hin auf das internationale Parkett. Die USA, klar, die kritisieren das israelische Vorgehen, und es gibt ja auch ein paar so notorische Anti-Israel-Staaten, sage ich mal, in der EU. Spanien, Norwegen, auch traditionell Skandinavien, immer gegen Israel politisch gewesen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Netanyahu einknickt momentan. Also ich habe eher den Eindruck, dass Israel sagt, das war jetzt das eine Mal zu viel. Das Kalkül von der Hamas heißt ja nicht, dass das Kalkül aufgehen muss. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt ein Umdenken in Israel passiert ist, dass die Hamas nicht antizipiert hat. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es nach dieser Offensive keinen Gazastreifen mehr gibt in dem Sinne. Naja, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Israel wieder die Kontrolle übernimmt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie versuchen, wirklich die Palästinenser, nennen wir sie mal so, zu vertreiben. Flüchtlinge sind es ja schon. Aber die Hamas hat einen unfassbar überlegenen, also ökonomisch, militärisch unfassbar überlegenen Staat angegriffen. 500 Menschen massakriert, über 100 verschleppt. Was hat die Hamas gedacht, was passiert? Das verstehe ich nicht. Also sie muss ja damit rechnen, dass es eine Form von Vergeltung gibt.
Und das Einzige, was sie jetzt überraschen kann, ist das Ausmaß dieser Vergeltung. Ja. Ich würde aber auch mal reinwerfen, dass sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet haben, dass das aus ihrer Perspektive so gut gelaufen ist mit diesem Angriff. Also da muss man ja auch sagen, dass die israelischen Geheimdienste sich da ja auch nicht mit und auch die Abwehrkräfte nicht mit Ruhm besudelt haben. Das stimmt wohl. Also überrascht vom eigenen Erfolg. Und jetzt aus libertärer Perspektive. Was wären mögliche Optionen? Es wird einen Gazastreifen geben, der den Status von vor dem 7. Oktober hat. Es kann einen Gazastreifen geben, der unter israelische Kontrolle gestellt wird. Und es kann keinen Gazastreifen geben. Das sind die drei Optionen, die ich sehe, wie das Ganze ausgehen kann. Na gut, also aus libertärer Sicht sind natürlich Vertreibungen zu verurteilen. Deswegen kann man die Option ausschließen. Ein Gazastreifen, Status quo ante, ist ein Gazastreifen unter Hamas-Kontrolle. Aus libertärer Sicht sollte es die Hamas nicht geben. Das ist eine Terrororganisation. Und zwar eine höheren Qualität mit einer Terrororganisation, als Israel eine Mafia ist. Deswegen kann man da schon einen Unterschied machen. Und ich denke, das Nonplusultra aus libertärer Sicht wäre es, wenn Israel tatsächlich so eine Art Kapistan in Gazastreifen durchsetzen würde. Das heißt, alles Formen organisierter Kriminalität zu unterbinden und dann die Leute sich selbst überlassen. Das heißt auch alle internationalen Hilfslieferungen unterbinden. Weil es eine Form von organisierter Kriminalität ist. Ja, das wird sie wahrscheinlich nicht machen, aber aber wenn man sich das UNRWA anguckt, dieses Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, das ist ja fester Teil der Hamas-Struktur. Ja, gut. Das müsste man natürlich auch irgendwie anders lösen. Okay. Jetzt muss man aber auch betrachten, und jetzt begebe ich mich mal bewusst in heißes Wasser, dass die Hamas von breiten Teilen der palästinensischen Bevölkerung unterstützt wird. Und da reden wir von Unterstützungsquoten jenseits der 60%. Und dann stelle ich nochmal die Frage, ob Vertreibung in jedem Fall mit Libertarismus nicht vereinbar sind. Das müsstest du mal genau ausführen. Naja, wenn ich eine Mafia-Organisation habe oder eine Terrororganisation habe, die nicht isoliert agiert, wie jetzt eine, weiß ich nicht, sagen wir mal die RAF oder die irgendwelche amerikanischen extremistischen Organisationen oder sowas, so die Ku Klux Klan oder sowas, sondern wir wirklich eine Terrororganisation haben, die in einem quasi staatlichen Gebilde existiert, quasi staatliche Strukturen hat und von breiten Teilen der Bevölkerung unterstützt wird, was sogar so weit geht, dass die Bevölkerung, wenn die Geiseln durch die Straßen gezerrt werden, auf die Straße geht, feiert und auf die Geiseln einschlägt. Wenn ich so einen Rückhalt dieser Terrororganisation habe, muss ich dann nicht zwangsläufig auch die Bevölkerung vertreiben, wenn ich die Gesundes Gewebe so weit miteinander verwachsen, dass ich Tumor und gesundes Gewebe nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Naja, also die Betroffenen, die können sich ganz einfach dadurch rausreden, dass sie sagen, die haben das ja nur gemacht, weil da die Hamas an der die Herrschaft innehat. Ja, die Hamas ist aber noch tiefer verwurzelt, glaube ich, bei den Palästinensern, also in der breiten palästinensischen Bevölkerung, als es zum Beispiel der NS-Staat war. Das andere ist natürlich auch, man muss das aus individueller Perspektive sehen. Also du kannst natürlich Hamas-Mitglieder verbannen, dann hast du wahrscheinlich schon 40% der erwachsenen männlichen Bevölkerung physisch entfernt. Ja,
denke, die Frage, die sich dann halt auch stellt, ist, was macht man eben mit denen, wenn wir jetzt sagen 60% Hamas-Anhänger, was macht man mit den anderen 40%? Welches Angebot macht man denen? Weil die einfach als Kollateralschaden zu betrachten, ist, würde ich sagen, offensichtlich nicht okay. Und das andere ist natürlich, ich sehe auch realpolitisch keine Möglichkeit. Wenn man sie vertreibt, dann landen die in Deutschland und Westeuropa, realistisch gesehen. Das kann das auch Interessante nicht ist, dass keiner der arabischen Anrainerstaaten diese Menschen aufnehmen möchte. Nicht mehr. Also da gab es ja den einen oder anderen Versuch und es ist alles immer darin geendet, dass sie die dann doch nicht mehr haben wollten. Ja, ich meine, der Gazastreifen war einmal ein Teil Ägyptens. Sie haben halt den Fehler gemacht, den Flüchtlingsstatus immer weiter zu vererben, anstatt ihnen irgendwann mal die Staatsbürgerschaft Ägyptens anzuvertrauen. Und jetzt aktuell wird es nochmal dadurch verschärft, glaube ich, dass die Hamas eng mit der Muslimbruderschaft verbandelt ist und die Muslimbruderschaft in Ägypten eine Bedrohung ist für den aktuellen Präsidenten. Und die haben Angst, dass sie die Muslimbruderschaft stärken, wenn sie Palästinenser für Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Was naheliegend wäre, dass das passiert. Also ich bin halt aus libertärer Perspektive, ich meine, ich versuche das die ganze Zeit. Wenn man das jetzt mal rauslöst aus dieser Region, aus diesem Konflikt und wir sagen, wir nehmen jetzt mal Deutschland und irgendein benachbartes kleines Land, sagen wir mal, die Benelux-Staaten wären jetzt ein Staat und Deutschland wäre dann der Anrainerstaat. Und diese Benelux-Staaten würden immer wieder Raketen auf Deutschland abfeuern. Es gäbe immer wieder Grenzkonflikte und irgendwann würden die Benelux-Staaten einfach nach Deutschland eindringen und dann proportional entsprechend Zivilisten umbringen. Wann wäre der Punkt erreicht, wo man sagen würde, ja, wenn Deutschland jetzt die Benelux-Staaten annektiert, entwaffnet und die militanten Teile der Bevölkerung vertreibt, dann ist das gerechtfertigt. Auch aus libertärer Perspektive. Und wenn man das runterbricht auf eine Individualebene, ich habe ein Haus mit einem Grundstück, mein Nachbar hat ein Haus mit einem Grundstück, mein Nachbar geht immer und immer und immer wieder hin und schikaniert mich, greift mich an. Wann hat er den Bogen so weit überspannt, dass ich einfach sein scheiß Haus abreißen kann und ihn vertreiben darf? Ja gut, es gibt ja jetzt nicht nur Notwehr, sondern die libertäre Philosophie kennt zumindest den den rechtfertigenden Notstand. Das ist, wenn es ein enormes Ungleichgewicht zwischen den gefährdeten Rechtsgütern gibt und die Rechtsgüter, in die du eingreifen musst, um deine Rechtsgüter zu wahren. Also zum Beispiel, das Standardbeispiel in der libertären Literatur ist, du bist in einem Wald, hast einen Unfall und findest aber ein Haus. Also du darfst einbrechen, um Hilfe zu alarmieren. Weil eben in der rechtspositivistischen Literatur nennt man das den rechtfertigenden Notstand. Weil eben es ein Ungleichgewicht gibt zwischen dein Recht auf Leben und in dem Fall den kleinen Eingriff ins Eigentum, beziehungsweise Hausfriedensbruch, den du begehen musst. Und der hat als Konsequenz, dass das noch nicht mal als Unrecht gilt, was du da tust, also dass diese Handlung nicht notwehrfähig ist. Also der Hauseigentümer dürfte dich noch nicht mal umnieten, wenn du versuchst, in der Situation einzubrechen. Mhm. Dann gibt es noch den entschuldigenden Notstand. Gibt es, glaube ich, in der libertären Philosophie, wurde der, glaube ich, noch nicht diskutiert, aber es ist eigentlich naheliegend, dass sich der entwickeln würde in einer libertären Gesellschaft. Das sind Situationen, in der deine elementarsten Rechtsgüter, also Selbsteigentum von dir oder deinen Angehörigen bedroht sind und du darauf hinaus in andere Rechtsgüter eingriffst. Im Rechtspositivismus sagt man, okay, das ist zwar Unrecht, aber das wird nicht bestraft. Also zum Beispiel ein Mafia-Boss droht dir, dich und deine Familie zu erschießen, wenn du nicht andere Leute erschießt. Besonderheit ist, das ist notwehrfähig. Das heißt, du könntest jemanden, den die Mafia zwingt, dich zu erschießen, gegen den kannst du natürlich selbst auch erschießen.
Und ich denke, im Nahostkonflikt sind wir in einer Situation, wo derartige Rechtsprinzipien greifen. Also finde ich schwierig. Also ich kenne das mit dem zweiten Notstand, den du jetzt gesagt hast, auch mit dem Beispiel, wenn du in einem Rettungsboot sitzt und es ist augenscheinlich dabei unterzugehen, weil zu viele Leute drauf sind, dann kannst du jemanden runterschmeißen und würde sagen, das geht ja eigentlich schon deutlich entgegen der Das ist ein Punkt aus dem Rechtspositivismus. Das ist, findet sich in so im der libertären Philosophie nicht. Aber auch im Rechtspositivismus wird gesagt, dass es ist Unrecht, eine Mutter zu schmeißen, aber es wird nicht bestraft. Das ist halt so eine rechtliche Ambivalenz, ne, die du wahrscheinlich in einer naturrechtlich begründeten Privatrechtsgesellschaft halt auch hättest. Ne? Du hast halt immer wieder Punkte, wo du sagst, okay, das ist Unrecht, aber das wird jetzt nicht in dem speziellen Fall aus diesem Grund nicht sanktioniert. Also so eine gewisse Rechtsambivalenz hast du immer wieder und musst du, glaube ich, auch haben, um einfach dauerhaft Rechtsfrieden gewährleisten zu können. Weil Recht durchsetzen, nur um das Recht durchzusetzen, führt halt irgendwann dazu, dass ein Rechtssystem abgelehnt wird. Ja, also was zum Beispiel im Nahostkonflikt ist eine der Gründe, dass, okay, Israel hat tatsächlich Araber vertrieben, unrechtmäßig. Und der Konflikt liegt jetzt daran, dass sich dieser Flüchtlingsstatus, der sich daraus ergeben hat, immer weiter vererbt wurde. Wenn man jetzt die Parallele zieht mit der, mit den Sudetendeutschen oder den Schlesiern, haben wir den Konflikt mit Polen dadurch bereinigt, indem wir sagen, okay, möglicherweise hätten wir da Ansprüche, aber uns ist der Frieden wichtiger. Ja. Gut, das ist ja der Punkt, den Golda Meir gemacht hat. Ne? Die hat ja irgendwie sowas gesagt, wir werden Frieden haben, wenn die palästinensischen Mütter ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Dann stellt sich ja die Frage eben, inwieweit man den 40% im Gazastreifen so ein Angebot machen kann. Also aus jetzt Perspektive von Israel, dass sie von dort eben freiwillig auch weggehen. Und die Frage ist natürlich halt auch, wie würde man das umsetzen, weil es würde natürlich auch massive Möglichkeiten zur Infiltration bieten. Ja, also ich sehe gesagt keine realistische Möglichkeit dazu, außer Deutschland sagt, es nimmt sie auf. Und das können wir nicht wollen. Wir könnten sie aufnehmen, nach Berlin verklappen und dann wieder einmauern. Und dann kann einfach die Hamas das Kommando in Berlin übernehmen. Das wäre interessant, wenn sich die Hamas mit den Clans in Berlin kloppt. Ja, das wäre das Zweitinteressanteste. Das nächst Interessantere wäre, wenn die Hamas auf die Hipster in Kreuzberg trifft und Friedrichshain. Da könnten sich lustige Dialoge entspinnen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ja, Israel hatte einen Teil der Bevölkerung vertrieben, das stimmt. Ein Teil der Bevölkerung ist aber auch den Versprechungen der arabischen Staaten folgend freiwillig abgezockelt, weil man denen versprochen hat, ihr geht jetzt quasi aus dem Kriegsgebiet raus und wenn ihr wiederkommt, dann gehört euch alles. Und ihr könnt euch die israelischen Besitztümer dann einverleiben. Und dann hast du ja schon so eine Art kriminellen Pakt. Ne? Also ich bringe jetzt deinen Nachbarn um, du verschwindest jetzt mal, ich bringe jetzt deinen Nachbarn um. Und wenn du dann wiederkommst, kannst du dir was aus dem Besitz deines Nachbarn aussuchen. Und dann stellt sich halt schon die Frage, inwiefern dann dass das Ganze nicht irgendwie auch wieder irgendwie relativ aufwiegt. Aber ich vermute, also man wird erst Frieden in dieser Region haben, wenn man entweder die Palästinenser endgültig vertreibt und in andere Staaten vertreibt, oder man wird Frieden haben, indem man zumindest diese militanten Palästinenser physisch entfernt und dann die übrig gebliebenen in irgendeiner Art und Weise versucht einzubinden oder zu integrieren. Und dafür muss aber ganz zwingend die internationale Unterstützung der Palästinenser beendet werden. Also das ist halt auch eine Form von
ja, unterhalb der bestehenden Terrorstrukturen. Und ich glaube, dass man steuerfinanzierte sogenannte Hilfsleistungen für eine Terrororganisation streicht, ich glaube, das ist in der libertären Szene unstrittig, dass das in Ordnung ist. Naja, also das ist ziemlich der perverseste Verwendung von Steuermitteln, die irgendwo denkbar ist. Ja, wir finanzieren im Prinzip Menschen, die Juden umbringen mit unseren Steuermitteln. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass es in dieser Konfliktlogik so ist, dass wenn du einmal diese Hilfsleistungen streichst, dass dann auch ganz viel sich von alleine regelt. Also ich vermute, dass die Hamas nicht lebensfähig ist, wenn du ihnen diese Gelder streichst. Ja, wobei natürlich möglich ist, dass dann wirklich der Iran oder Qatar stärker einspringen. Ja gut, das kannst du ja auch blockieren. Ja, nicht bei der Aus israelischer Perspektive. Israel ist imstande, glaube ich, da den Iran und Katar zu blockieren. Das denke ich schon. Ja, den Güterfluss dann, aber nicht den Geldfluss. Nee, den Geldfluss nicht, aber den Güterfluss werden sie blockieren können. Ohne weiteres, das haben sie in der Vergangenheit auch schon. Naja, aber irgendwo kommen die ganzen Waffen, die sie verwenden, ja auch her. Also ich denke schon, dass da auch durchaus die Möglichkeit besteht, über Ägypten Dinge reinzuschmuggeln. Ja, aber auch Ägypten hat kein Interesse daran. Also natürlich kann das irgendwie unterlaufen werden. Die nicht irgendwann auch mal so ein sogenanntes Hilfsgüterschiff hops genommen und da waren einfach Raketenbauteile drauf? Ich meine, da gab es von ein paar 10 Jahren oder so gab es mal so einen Fall. Ja, wundert mich nicht. Also ich bin, also ich glaube aber, dass Iran und Katar keinen offenen Konflikt mit Israel, also einen heißen Konflikt mit Israel riskieren würden, wenn Israel versucht, auf diese Art und Weise den Gazastreifen zu befrieden. Ich glaube, so wichtig ist der denen dann auch nicht. Dann würde sich, glaube ich, eher Iran und Katar noch weniger, aber Iran würde sich dann, glaube ich, eher wieder gegen die USA richten als gegen Israel. Das ist ja im Moment so das Faustpfand, wir befassen uns mit Israel, weil sie so gemein zu den Palästinensern sind. Und wenn sie dann nicht mehr gemein zu den Palästinensern sind, weil es in irgendeiner Art und Weise den Gazastreifen nicht mehr gibt, dann löst sich da auch das außenpolitische Interesse des Irans gegebenenfalls in Luft auf. Einfach, weil man Fakten schafft. Deutschland hat sich ja auch irgendwann von Preußen getrennt, emotional. Und von Elsaß-Lothringen. Ja, also das ist ja auch ein Problem in der libertären Theorie, dass es ja kein Prinzip der Verjährung gibt. Also Hoppe sagt ganz klar, dass wenn du irgendwie schaffst, nachzuweisen, dass dein Vorfahren vor 1000 Jahren irgendwas gehört hast, dann kannst du einen Anspruch durchsetzen. Ja. Das ist Hoppe. Ja, das ist auch logisch richtig so. Ich meine, die Eigentumsrechte müssen halt respektiert werden. Und klar ist es natürlich für die Leute, die davon dann betroffen sind, scheiße, dass ihre Vorfahren sowas gemacht haben und sie dann in die Situation gebracht haben, dass sie was verlieren, aber es war dann ja trotzdem. Naja, du hast recht auf dein ursprüngliches Eigentum. Du hast recht auf dein ursprüngliches Eigentum, nicht was die Leute daraus gemacht haben. Also Land, was jetzt israelisch kultiviert wird, also kultiviert im Sinne von agrarwirtschaftlich zum Beispiel kultiviert wird, und das müsste an Palästinenser zurückerstattet werden. Ja, das können die gerne haben, aber die Israelis hätten das Recht, alle Produktionsmittel und so weiter, insbesondere auch alles, was irgendwie agrarwirtschaftlich verwertbar ist, natürlich abzuziehen. Ja, klar. Weil da haben die Palästinenser ja kein Eigentum drauf erworben und dann ist es halt wertlos. Genau. Oder einen Schadensersatz halt in der entsprechenden Höhe. Und da bin ich mir bei Hoppe halt nicht so sicher, ob er das wirklich so meint. Oder ob er nicht den Standpunkt hat, dass das einfach den Palästinensern Status as it zugeschlagen werden sollte. Und praktisch als Zinsentschädigung. Genau.
Und da wird es dann auch wieder unpräzise in der libertären Theorie, weil irgendwann hast du halt die Idee des naturrechtlichen Eigentums ist ja, von Natur aus ist das herrenlos. Und in dem Augenblick, wo ich meine menschliche Arbeit damit verbinde, wird es ja qua Selbsteigentum an meiner menschlichen Arbeit zu meinem Eigentum. Aber irgendwann, wenn ich es jetzt, sage ich mal, im Extremfall tausende Jahre lang dieses Besitzrecht nicht wahrgenommen habe und andere sind hingegangen und haben ihre menschliche Arbeit für etwas, was für sie herrenlos ist, vermischt, irgendwann wäre es sinnvoll, wenn das Eigentum dann auch tatsächlich übergeht, einfach auch um Rechtsfrieden herzustellen. Ja, also ich denke auch, dass dieses Prinzip der Verjährung so sinnvoll ist, durch seine friedensstiftende Wirkung, dass es sich gesellschaftlich durchsetzen würde. Auch wenn unklar ist, das, wie man das theoretisch rechtfertigen kann. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen kann... Gewohnheitsrecht, Common Law, das ist, da gibt es genau das. Also was ich mir vorstellen kann, wäre zum Beispiel eine Regelung, dass wenn jemand im guten Glauben Güter erworben hat, ein vererbbare Ansprüche verwirkt sind. Also dass dann der ursprüngliche Besitzer vielleicht noch einen Anspruch hat, aber dessen Erben dann nicht mehr. Finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht unattraktiv, die Lösung. Ja, wie gesagt, wie man das theoretisch rechtfertigen kann, das müsste man sich überlegen. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es eine Regelung, sich in die so ähnlich aussehen könnte, sich ausbilden würde. Aber jetzt nochmal aus libertärer Bewertung, die Frage, die wir natürlich nicht beantwortet haben, ist das, was Israel im Gazastreifen im Moment macht, legitime Selbstverteidigung oder nicht? Ja, da muss daran entzünden sich ja auch die Gemüter auf Twitter. Da muss man halt den Konflikt sehr weit zurückverfolgen, also mindestens mal bis zur Staatsgründung. Also bei Staatsgründung ist es halt, ja, okay, die Israelis hatten 25%, ungefähr knapp ein Viertel von dem Landbesitz, von dem, was in privater Hand war, wurde von dem im öffentlichen Besitz überproportional viel zugesprochen. Aber das ist halt aus libertärer Sicht kein Kritikpunkt, weil das ist aus libertärer Sicht ja praktisch Terra Nullis. Also da musst du sagen, es geht jetzt nicht um Land, das irgendwie bewirtschaftet wird, sondern vor allem um unerschlossenes Land. Deswegen ist es, war es vor allem Terra Nullis. Mhm. Und wie das aufgeteilt wird, interessiert doch praktisch keinen. Und was problematisch ist, ist natürlich die dann im Gründungskrieg, die Landgewinne, die die Israelis gemacht haben. Mhm. Gut, da wäre jetzt der Punkt, legitime Kriegsbeute oder nicht, ne? Ja, kennt sie das libertäre Philosophie legitime Kriegsbeute? Schwierig. Ja. Ja, also der libertäre Standpunkt wäre quasi, dass diese Gebiete, die Israel annektiert hat von den angreifenden Staaten, dass die zu Enkepistan werden müssen. Fairerweise. Ja, das wäre based. Das wäre die einzig richtige Lösung. Aber das ist natürlich mit den ganzen Interessen der Staaten nicht unter einen Hut zu bringen. Ja, wobei es möglicherweise gar nicht mal so unrealistisch ist aus israelischer Perspektive, dass es Interesse hat an einer Pufferzone, die nicht unter Kontrolle eines eigenen Staates ist, aber nicht ein unbedingtes Interesse darum, das selbst zu kontrollieren. Also Selbstverteidigung oder nicht? Also ich würde eher zu Nein tendieren. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das nicht so weit gehen kann, dass die Hamas Zivilisten umbringen kann und vor allem keine ausländischen Touristen oder Gastarbeiter. Klar, am Ende darf dann halt aber auch nicht die Zivilbevölkerung im Gazastreifen dann
ja, als Kollateralschaden die. Ich bin nicht so sicher, inwiefern dieser Begriff Zivilbevölkerung auf den Gazastreifen zutrifft. Ja, du hast zumindest Kinder unter 5 Jahren, die auf jeden Fall so oder so Zivilbevölkerung sind. Ich meine, du hast ja vorher auch gemeint, 60% sind für die Hamas, da sind ja wohl 40% nicht dafür. Oh nö, das ist nicht die Gegenwahrscheinlichkeit. Ein großer Teil von den 40% werden sich mit der Hamas engagiert haben, die würden keine Waffe in die Hand nehmen, um die Hamas zu schützen, aber die könnten schon durchaus d'accord sein. Die Gegenwahrscheinlichkeit ist nicht, also die Gegenprobe ist nicht, die Hamas abzulehnen. Das würde ich nicht sagen. Ja, also ich würde schon sagen, ablehne, heißt das nicht, dass ich die AfD gut finde, so sinngemäß. Ja, also ich würde schon sagen, dass Israel hat das Recht, die Hamas zu bekämpfen, aber sie müsste sehen, dass sie keine Kollateralschäden verursacht, wie auch immer sie das auch machen möchte. Also irgendwie Bombardierung oder so würde dann wahrscheinlich ausfallen. Würden sich wahrscheinlich dann irgendwelche geeigneten Waffensysteme entwickelt werden, mit denen man dieses Ziel erreichen könnte. Die es aber im Status quo nicht gebraucht wird, nicht gibt. Also sind wir auch mal ehrlich, also Waffensysteme, die Kollateralschäden ausschließen, glaube ich, kann man kaum entwickeln. Also natürlich, man kann es immer weiter reduzieren, aber wirklich ausschließen kann man es nie, weil am Ende natürlich auch einfach immer hier menschliche Fehler dazu führen können, dass Kollateralschäden verursacht werden. Ja, natürlich, aber es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, wenn du ein Haus bombardierst, um irgendwelche Hamas-Kommandanten auszuschalten, oder wenn du irgendwie mit einer Sniper-Rifle, die 10 Kilometer weit schießt und durch Beton dringt, sie erschießt. Das ist die Wahrscheinlichkeit, ja, gut, dass du Kollateralschäden ausschließt. Ja. Mit Blick auf die Ukraine hättest du halt sowas wie Mini-Drohnen, die dann über eine Gesichtserkennung die entsprechenden Hamas-Kämpfe identifizieren und ausschalten. Und das ist halt Technologie, die eigentlich heute schon verfügbar ist. Aber ganz ehrlich, auch das würden Libertäre nicht akzeptieren. Das wäre auch in der libertären Szene, dann wäre das wieder ein Problem aus irgendwelchen Gründen. Meinst du, weil die so sehr schon durch diese marxistischen Ideen beeinflusst worden sind? Nenn es beim Namen, es ist Antisemitismus. Diese marxistischen Ideen in Bezug auf Israel sind auch bei Libertären zu einem großen Teil einfach offener oder latenter Antisemitismus. Die hätten kein Problem, wenn Russland das einsetzt. Da würden sie jubeln, dass Russland sich so sehr bemüht, Kollateralschäden zu vermeiden und nur Soldaten angreifen mit seinem Waffensystem. Würden sie nicht machen, wenn Israel das Gleiche tut. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, bin ich mir auch so sicher. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu hypothetisch, aber ja, wir können über die Dinge reden, die wir wirklich sehen. Ja, für mich ist dazu auch schon fast alles gesagt jetzt im Nahostkonflikt. Von mir aus können wir uns jetzt Taiwan vorknüpfen. Ja, vielleicht als Fazit, ich glaube, wir können hier schon sehen, dass es aus der libertären Theorie keine abschließende Antwort gibt. Also ja. Nee, nicht solange man diese Eigentumsphilosophie, sage ich mal, wie Hoppe sie propagiert, folgt. Und auch nicht, solange man Israel als Projektionsfläche für irgendwie so einen regressiven Antikolonialismus oder marxistischen Antikolonialismus sieht. Also davon muss man sich halt quasi freimachen. Und dann muss man auch so ehrlich sein, und vielleicht den Punkt, den habe ich eben nicht gemacht, den mache ich jetzt noch. Israel ist kein gewöhnlicher Staat. Also Israel ist nicht von einer umherziehenden Räuberbande gegründet worden, die festgestellt haben, dass es einfacher ist, die Bauern einfach nur auszunehmen, anstatt sie immer umzubringen. Sondern Israel ist ja mit einem Ziel gegründet worden, und es ging bei der Gründung Israels explizit um die Sicherheit von jüdischen Individuen, und damit ist Israel ein ganz interessanter Zwitter zwischen auf der einen Seite organisierter Kriminalität, weil es halt ein Staat ist, und auf der anderen Seite so eine Art privatrechtliches stationäres und territoriales Schutzbündnis. Da muss ich jetzt aber auch noch ein bisschen gegensprechen, weil
Bitte. Es geht ja, würde ich sagen, in jedem Staat kann es eigentlich nicht um die Sicherheit seiner Bürger gehen, wenn er die zum Dienst an der Waffe heranzieht, wie es Israel ja tut. Ja, jein. Israel hat die Wehrpflicht in Israel plus aber auf extrem hohe Zustimmung in der Bevölkerung, soweit, dass die Freiwilligenraten da auch einfach astronomisch hoch sind. Also die sich auch freiwillig zum Wehrdienst melden. Sogar körperlich Behinderte melden sich da freiwillig zum Wehrdienst, die eigentlich vom Wehrdienst befreit sind. Okay. Also und es gibt auch relativ große Ausnahmeregelungen. Wenn dem der Fall wäre, dann warum Wehrpflicht haben, wenn die Leute sich alle freiwillig melden? Das kann ja politstrategisches Kalkül sein. Das muss ja nicht rational begründet sein. Ich wollte, mein Punkt ist, dass diese Wehrpflicht in Israel auch nochmal ein anderes Kaliber hat als jetzt eine Wehrpflicht in der Bundeswehr. Das macht halt einfach, es macht in meinen Augen einen moralischen Unterschied, ob es eine Wehrpflicht gibt, um einen zweiten Holocaust an deiner eigenen Bevölkerung zu verhindern oder ob es eine Wehrpflicht gibt, um dich für Annalena Baerbock an der Ostfront erschießen zu lassen. Da gehe ich nicht mit. Ich finde nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Auch nicht da. Ich finde schon, dass es eine gewisse Ambivalenz gibt. Oder ich sage mal, einen gewissen Spielraum. Ich glaube nicht, dass das moralisch das Gleiche ist, weil Israel halt einfach als Staat anders konstituiert ist. Also diese libertäre Perspektive auf den Staat, die den Staat rein als ja, Räuberbande sieht, das ist bei den übrigen Nationalstaaten in meinen Augen richtig. Israel ist da ein Spezialfall auf Grundlage der Gründung von Israel und der Zielrichtung des israelischen Staates. Also ich denke, du kannst den Punkt in der Anfangsphase von Israel machen, wo es direkt im Krieg mit seinen Nachbarstaaten war, aber ich denke, das hat sich dann auch sehr stark dann wieder zum normalen Staat entwickelt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, in dem Augenblick, wo das israelische Militär, wenn du das auflösen würdest, in dem Augenblick würden da alle Juden massakriert werden. Ja, natürlich ist das so. Also, das hat man im 7. September, war das der September? Oktober. Im Oktober gesehen. Aber das deckt sich ja nicht mit deiner Aussage von vorher, dass die Leute, dass ja so eine große Zustimmung zum Dienst an der Waffe in der Bevölkerung da ist. Das war jetzt ein hypothetisches Beispiel. Also wenn Israel über Nacht entwaffnet werden würde, dann gäbe es am nächsten Morgen einen Genozid an allen Juden, die da leben. Also, wenn es irgendwo einen roten Knopf gäbe, mit dem man den israelischen Staat mitsamt seiner Armee beseitigen könnte, dann würde ich diesen Knopf im Falle von jedem anderen Staat drücken, bis auf Israel. Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, wir sollten Staaten abschaffen. Wir sollten alle Staaten abschaffen, aber Israel schaffen wir am Schluss ab. Ja, dann unterstelle ich dir jetzt latenten Antisemitismus, weil warum sollten die Juden länger leiden oder die Israelis unter einem Staat als der Rest der Menschheit? Weil der Punkt war ja, es gibt einen roten Knopf, unter dem weg. Die Juden oder die jüdischen Israelis leiden unter einem israelischen Staat wesentlich weniger als in arabischen Konzentrationslagern. Das ist mein Punkt. Weil das ist die Alternative. Ich glaube nicht. Vertreibung oder arabisches Konzentrationslager. Ja, sie haben es doch gemacht. Also das war ja der Plan, als sie damals vorgerückt sind, die der Sieben-Tage-Krieg, bei dem Unabhängigkeitskrieg von Israel. Die sind ja vorgerückt, die sind ja bis nach Jerusalem gekommen oder bis in Bezirke von Jerusalem. Und haben genau da das versucht. Die haben genau da das versucht, möglichst viele Juden einfach umzubringen. Jüdische Zivilisten. Das ist, in meinen Augen ist das die Alternative. Du hast einen israelischen Staat, der die jüdische Bevölkerung schützt vor den antisemitischen arabischen Nachbarn. Oder du hast keinen israelischen Staat, dann ist dieses Gebiet sehr bald judenfrei. Und zwar nicht auf die friedliche Art. Nee, ich glaube, Punkt war eher, dass man, wenn man die Verteidigung Israels nicht als Monopol organisieren würde, wäre es für die Sicherheit und Effizienz deutlich zuträglicher. Genau. Naja, die israelische Armee ist ja ein Ergebnis aus privater Initiative. Ne? Also die Haganah, aus der die israelische Armee hervorgegangen ist, das war ja im Prinzip eine private zionistische Vereinigung,
die sich auch zum Teil aus privaten Mitteln finanziert hat, um eben die Israel, die Juden, die dorthin gezogen sind, zu schützen. Ja, aber im Zwangsmonopol sammelt sich zwangsläufig im Laufe der Zeit gewisse Dysfunktionalitäten ein, auch wenn Israel noch am wenigsten, weil es sich die am wenigsten leisten kann. Selbstverständlich. Also 100%, ja. Haken dran, glaube ich auch. Aber ich sage, dass die israelische Armee, die israelische Wehrpflicht moralisch anders legitimiert ist als eine Wehrpflicht für die Bundeswehr. Also wenn die Bundeswehr aufhört zu existieren, es kommt keiner zu mir nach Hause und erschießt mich. Das ist tatsächlich sowas, was ich... Außer die Franzosen. Den Franzosen ist alles zuzutrauen. Aber... Ja, das ist, denke ich, so ein Fall, den ich als entschuldigende Notstand bezeichnen würde. Es ist zwar Unrecht, aber es ist irgendwo verständlicher Unrecht. Ja, es ist halt am Ende immer noch Sklaverei. Ja, das ändert sich dadurch nicht. Nee. Man muss aber auch sagen, dass der freiwillige Anteil jetzt bei den Soldaten bei der Offensive gegen die Hamas gigantisch hoch ist. Es sind ja auch Unmengen Israelis extra aus dem Ausland angereist, um an der Offensive teilzunehmen. Das wird, glaube ich, von der Bevölkerung, von dem Individuum schon als existenzielle Selbstverteidigung gesehen, was da stattfindet. Oder von einem breiten Teil der Individuen, die dort leben. Naja, und was natürlich auch der Hammer ist, dass jetzt Leute, weil eben jetzt auch so eine Schwelle von Antisemitismus über die Welt geschwappt ist, Leute nach Israel ziehen, weil sie sich das sicherer fühlen als in Deutschland zum Beispiel. Ja, das hört man ja auch immer wieder. Ja, dass europäische Juden nach Israel flüchten, weil sie sich in Europa nicht mehr sicher fühlen. Kann ich auch nachvollziehen. Also ich würde mit einer Kippa nicht unbedingt durch so ein französisches Banlieue laufen oder durch gewisse Teile von Berlin. Ja. Dass das ins Auge geht, das hat ja jetzt der Bruder von diesem israelischen Kabarettisten, jüdischen Kabarettisten, Shark Shapira, zu spüren bekommen. Der wurde in einem Krankenhaus live geschlagen, weil er, glaube ich, eine Kippa anhatte und über diesen Konflikt gesprochen hat. Okay. Wenn das hier schon so ist, naja, egal, leichtes Thema. Ich denke, nachdem wir gesehen haben, dass es durchaus Kontroversen gibt und auch sein dürfen, kommen wir zu einem weniger kontroversen Thema, nämlich Taiwan. Ja, da ist natürlich der initiale libertäre Standpunkt Communism bad. Und China ist kommunistisch, das heißt, hier ist China schon quasi qua politischen System der Übeltäter. Aber für die Leute, die vielleicht mit der taiwanesisch-chinesischen Geschichte nicht so richtig vertraut sind, kann man vielleicht nochmal kurz recappen, wie Taiwan eigentlich entstanden ist. Das ist ja ein Produkt aus dem chinesischen Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten, also unter anderem den Kommunisten unter Mao Zedong und den ja eher nationalistisch orientierten Strömungen unter Chiang Kai-shek, die dann verloren haben gegen die Kommunisten und sich auf die taiwanesische Insel oder Inselgruppe, das sind glaube ich mehrere Inseln, zurückgezogen haben und dort dann ja Nationalchina gegründet haben. Also quasi ein zweites China unter der nationalistischen Führung, war lange Zeit eine Militärdiktatur, hat sich dann perspektivisch demokratisiert und auch der Marktwirtschaft geöffnet, vor China übrigens, also vor der chinesischen, in Anführungszeichen, marktwirtschaftlichen Öffnung und hat dann entsprechend floriert und unterhält traditionell gute Beziehungen zu den USA und auch zu Japan und ist einer der wichtigsten Halbleiterproduzenten oder der wichtigste Halbleiterproduzent der Welt und ist China ein Dorn im Auge, unter anderem dessen, weil das halt quasi das Land des alten innerpolitischen Feindes ist, das quasi qua Existenz den Herrschaftsanspruch der kommunistischen Partei unterminiert und deswegen dringend in das kommunistische China integriert werden soll und wird dann folgerichtig auch von der kommunistischen Partei in China als abtrünnige chinesische Provinz betrachtet. So, das ist so im Schnelldurchlauf die Geschichte dahinter. Ja, ich denke auch nochmal nach dem Selbstverständnis hier. Ihr sind aus taiwanesischer Sicht die CPP, die Abtrünnigen, und sie sind die legitime Regierung von ganz China.
Genau, also wechselseitig spricht man sich die Legitimität ab und möchte gerne den Herrschaftsbereich des jeweils anderen mit übernehmen. Genau, Taiwan wird von den USA nicht nur wirtschaftlich gut unterstützt, sondern natürlich auch militärisch. Da sind also alle möglichen amerikanischen Rüstungsgüter, eigentlich einmal das komplette Sortiment von Lockheed Martin, kann man auch in Taiwan bewundern. Und Taiwan besteht im Wesentlichen aus wenigen großen Städten, die entsprechend schwer auch zu verteidigen sind gegen so einen überwältigenden großen Gegner wie China. Und China ist halt permanent dabei, die taiwanesische Souveränität, insbesondere über die Handelswege, also die Seestraßen, in Frage zu stellen, was dann dazu führt, dass die USA auch immer dabei sind, die Chinesen dort in die Schranken zu weisen, um halt diese Handelswege offen zu halten. Das ist halt eine der wichtigsten Aufgaben der amerikanischen Pazifikflotte, im Prinzip Japan und China und Korea vor China und eventuell böswillige Anrainerstaaten zu schützen und halt diese Handelswege, diese extrem wichtigen Handelswege für die westliche Welt offen zu halten. Ja, das sieht man, denke ich, auch sehr gut, wie diese Interessen kollidieren von China und der westlichen Welt. China ist natürlich extrem verwundbar, wenn seine Seewege abgeschnitten werden, was erstaunlich einfach geht, weil alle Staaten in diesem südchinesischen Meer sind China mehr oder weniger feindlich gesonnen. Also von Japan bis nach Südkorea bis zu den Philippinen runter. Ja, und die USA haben sie ja auch, was die Seewege angeht, eigentlich schon eingekreist. Also da gibt es ja zum Beispiel diese Quad, also dann eben zusammen mit Australien und Indien und noch irgendeinem, ich glaube es ist Japan, aber don't quote me on that. Und damit können sie auch eben zum Beispiel schon Straße von Malakka und unterhalb von Indonesien zumachen und so auch die kompletten Nachschubwege, auf die China eben angewiesen ist, weil sie natürlich ein großer Konsument von Rohstoffen sind, abzuschneiden. Ja, das ist natürlich im Konflikt mit den USA wird man China direkt von seinen Ölimporten abgeschnitten werden. Und dann ist natürlich fraglich, wie lange das denn China noch durchhalten könnte. Ja, wahrscheinlich nicht besonders lange, weil die Wirtschaft dann eben kollabieren würde, ja. Die anderen Möglichkeiten für Rohstoffe, Pipelines und so, die kann man ja auch relativ einfach mit Marschflugkörpern zerstören. Ja, vor allem gibt es hier zurzeit noch nicht. Ja, also es gibt da ja, glaube ich, auch in Pakistan so ein Projekt, wo sie dann den Weg im Endeffekt umgehen wollen mit Zügen. Ich sehe aber nicht, dass das jetzt den großen Unterschied machen würde. Aber um wieder mehr zu Taiwan zu kommen, der Heimatlose hat es ja gerade auch schon angesprochen, dass sie natürlich bei den Chips der Weltmarktführer sind und dadurch eben auch die komplette restliche Welt abhängig von ihnen ist. Und ich würde sagen, das ist auch eine bewusste geostrategische oder geopolitische Strategie, eben, dass man sich da so aufgestellt hat, um den Westen abhängig zu machen und somit auch die eigene Verteidigung durch den Westen zu sichern. Und da muss man natürlich sagen, dass die ganzen Bewegungen, die man, was Chips angeht, in den letzten Jahren gesehen hat, also dass man eben mehr von der Produktion in die eigenen Länder wieder holen will, dass das diese Strategie natürlich massiv untergräbt und damit eigentlich auch die Sicherheit von Taiwan gefährdet. Also man muss vielleicht noch zur Erläuterung, warum das bis jetzt funktioniert hat, zur Erläuterung. Halbleiterindustrie ist kein Industriezweig, den du mal eben so aus dem Boden stampfst. Das sind gigantische Investitionen und riesiges Know-how, was man braucht, um wettbewerbsfähige Chip-Foundries aus dem Boden zu stampfen, groß zu ziehen. Und da hat Taiwan jahrzehntelang einen gigantischen Vorsprung gehabt. Und den holt man nicht mal eben so auf. Ja, was natürlich auch aus libertärer Sicht ein interessantes Modell ist, praktisch durch Wirtschaft seine Sicherheit zu garantieren.
durchgehauen. Das hat für Taiwan lange Zeit funktioniert. Taiwan hat aber jetzt zusätzlich noch das Problem, die Nationalisten haben, solange sie noch in China den Ton angegeben haben, sich ganz eng auf die chinesischen Triaden gestützt. Und die Triaden sind auch Chiang Kai-shek und so nach Taiwan quasi, haben sie sich zurückgezogen. Und die Triaden haben jetzt aber quasi mit dem demokratischen Regime gebrochen, weil das demokratische Regime ihnen ihre ökonomische Vormachtstellung weggenommen hat. Weswegen jetzt die Triaden mehr und mehr zur Proxy von dem kommunistischen China werden und zu einer inneren oder internen außenpolitischen Sicherheitsbedrohung für taiwanesische Interessen werden, perspektivisch. Ja, sieht man auch, wie wenig eine Diktatur mit ökonomischer Freiheit vereinbar ist. Weil du musst dir irgendwie Loyalität erkaufen, indem du so Kräfte wie die Triaden überprivilegierst und damit die wirtschaftliche Freiheit der anderen untergräbst. Exakt. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass China natürlich im Moment auch, sie geben sich immer sehr isolationistisch in ihren Reden, aber was sie halt machen, das ist so ein Hardcore wirtschaftsfaschistischer Expansionismus, den sie halt sowohl nach Asien unternehmen als auch nach Afrika. Und das Ganze wird flankiert von einer ziemlichen Aufrüstung, insbesondere der Seestreitkräfte, wenn es um die Capabilities Richtung Luftkriegsführung Seegestütz geht. Also Flugzeugträger sind die Chinesen im Moment massiv am Investieren in ihre Marine. Und treffen dabei aber auf die taiwanesische Schutzmacht, die USA, die aber momentan ein gewisses Power-Problem im Pazifikraum haben, da mehrere Rüstungsprojekte nicht so gut gelaufen sind, wie die Amerikaner sich das ausgerechnet haben, gibt es viel zu wenig Luftüberlegenheitsjäger, die trägergestützt dort im Moment vorhanden sind. Was dazu führt, tatsächlich, dass die Chinesen momentan sehr forsch auftreten können, weil es eben im Moment nicht diese amerikanische Abschreckung gibt. Und das merkt man halt daran, dass es immer wieder Grenzverletzungen gibt, wo unter anderem chinesische Schiffe, taiwanesische Schiffe rammen oder abdrängen und immer wieder auch größere Militärmanöver um Taiwan herum von den Chinesen, also von den Kommunisten durchgeführt werden, die dazu führen, dass Taiwan dann für diese Zeit quasi ja abgeschnitten ist. Das hatte dann seinen kuriosen Höhepunkt, als Nancy Pelosi sich genötigt sah, inmitten von so einem Militärmanöver nach Taiwan zu fliegen, zu einem Staatsbesuch, und das quasi über Nacht von den Amerikanern beschlossen wurde. Ja, das zeigt aber, finde ich, doch auch irgendwo wieder, dass die Amerikaner ja doch die Capabilities haben. Also man darf jetzt auch nicht überschätzen, wie weit die Chinesen sind. Also die Flugzeugträger, die haben, sind noch deutlich technologisch hinter denen der USA. Und da gibt es auch noch viele so Kindheitsprobleme, würde ich es nennen. Also die sind noch nicht wirklich ausgereift. Und man muss auch sagen, dass die chinesische Flotte nicht auf weltweite Operationen ausgelegt ist momentan. Also da können sie mit den USA nicht wirklich mithalten. Was man auch sehen muss, ist, dass man schon sehen kann, dass die Fähigkeiten, die die Chinesen sich aneignen, wirklich dahin dienen, eine Invasion von Taiwan möglich zu machen. Also dass sie sehr viele Landungsschiffe bauen und zum Teil auch zivile Schiffe dazu verpflichten, im Konfliktfall ihre Kapazitäten ihnen zur Verfügung zu stehen. Sowas wie zivile Schiffe gibt es ja in China eigentlich auch gar nicht wirklich, weil alle Schiffe Teil der chinesischen Marinemiliz sind. Was jetzt aber auch, weil du gerade die Landeschiffe angesprochen hast, interessant ist, da ist nämlich die Geografie von Taiwan wieder ganz spannend. Es gibt nämlich nur sehr wenige Orte, wo man wirklich landen könnte in Taiwan. Und das ist natürlich auch der taiwanesischen Regierung klar. Und die rüsten sich dann natürlich auch dafür, genau diese Orte dann bestmöglich verteidigen zu können. Also um die Landung direkt zu unterbinden oder halt
die kommunistischen Truppen dann sozusagen wieder direkt in die See zurückzudrängen. Ja, und es funktioniert halt so lange, wie die CPP nur begrenzte maritime Fähigkeiten hat. Weil natürlich ist das taiwanesische Militär sehr viel kleiniger als das vom Festland. Ja, und ich glaube auch halt die ganz ausschlaggebende Frage ist eben, wenn es hart auf hart kommt, verteidigen die USA sie oder nicht? Weil wenn die USA sie verteidigen, sehe ich zumindest in den nächsten Jahren eigentlich keine Chance, also keine Möglichkeit, wie die Chinesen so einen Krieg gewinnen könnten. Ja gut, meine Hypothese ist, die Chinesen sind Atommacht, aber meine Hypothese ist, dass die Amerikaner die nicht verteidigen werden, sondern die werden die taiwanesischen Halbleiterfabriken zerstören und dann Taiwan fallen lassen. Naja, wäre halt auch ein Signal natürlich an alle anderen, die momentan die USA als Schutzmacht haben, dass man sich nicht auf die verlassen kann. Also das könnte natürlich einen riesigen Ripple-Effekt auslösen. Was aber auch Teil der amerikanischen Doktrin ist, weil es gibt ja schon ein gewisses Freerider-Problem aus Sicht der Amerikaner, was Staaten angeht, die USA als Schutzmacht benutzen. Also die lassen ja zum Teil, das ist jetzt auch ein Beispiel für Europa, massiv ihre eigenen Verteidigungsanstrengungen auf Kosten der Amerikaner schleifen. Also das, was hier die Bundeswehr über Jahrzehnte lang hat schleifen lassen, das hat der amerikanische Steuerzahler halt kompensiert. Und da haben die Amerikaner, insbesondere die Republikaner, keinen Bock mehr drauf. Und was an der Stelle vielleicht auch noch interessant ist, ist halt diese Schwierigkeit der Verteidigung von Taiwan. Weil wenn die Chinesen nicht quasi an der Küste aufgehalten werden und ins Landesinnere eindringen, dann hast du halt de facto nur noch Straßenkampf. Und das mag kein Militär. Ja, andererseits ist der Vorteil von Taiwan, dass Festland muss mehrere hunderte Kilometer von See überbrücken, wo sie verwundbar sind. Und wenn sie da keine gescheiten Nachrufversorgungslinien etablieren können, dann scheitert die Invasion auch da. Also das wäre militärisch eine extrem anspruchsvolle Operation, Taiwan einzunehmen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Chinesen ja sehr, sehr wenig wirklich praktische Kriegserfahrung haben. Also ich glaube, der letzte Konflikt, in dem sie wirklich involviert waren, ist schon über 50 Jahre her. Also das ist alles sehr fraglich, ob sie das überhaupt so auf die Beine stellen könnten. Hat China nicht sogar lange Zeit schusssichere Westen für seine Soldaten abgelehnt, weil es die Soldaten feige macht? Würde mich jetzt nicht überraschen. Also ich meine, irgendwie, also so eine Baba-Logik hatten die da irgendwie. Und aber ja, klar, hast du recht, das ist ein guter Punkt. Das hat sich jetzt natürlich auch geändert, aber man muss es natürlich jetzt auch mal aus der demografischen Perspektive sehen, ja. Also China ist ja rapide am Altern und es gibt ja auch keinerlei Sozialsysteme wie in westlichen Staaten. Das heißt, oder in nur einem sehr, sehr geringen Umfang. Keine stimmt nicht ganz. Das heißt ja, wegen der Ein-Kind-Politik sind wir auch in China an dem Punkt, dass im Endeffekt eine Person die eigene Familie komplett, teilweise zwei Generationen versorgen muss, plus noch die Familie vom Partner, plus die eigenen Kinder. Das heißt, ich würde sagen, es ist auch wirklich fraglich, ob China sich das ja leisten kann, einen Teil seiner Bevölkerung dort überhaupt zu verheizen. Weil das sind ja gerade die Leute, die wirklich noch im produktivsten Teil ihres Lebens sind. Also das könnte auch eben intern zu enormen Spannungen führen, wenn da ein hoher Blutzoll gezahlt werden muss, um Taiwan zu annektieren. Naja, wahrscheinlich nicht, aber das ist ihnen wahrscheinlich egal. Die Frage ist, wird Festlandchina wirklich versuchen, Nationalchina auf diesen Weg zu annektieren? Also ist es wirklich, muss es eine militärische Eskalation sein? Oder reicht es nicht, wenn China genug
Druck auf die taiwanesische Bevölkerung ausübt, offenen und verdeckten Druck, bis dann eine China-freundliche Partei im Rahmen des demokratischen Prozesses die Macht übernimmt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es für den taiwanesischen Bürger angenehm ist, permanent in Angst zu leben, ob morgen nicht chinesische Soldaten deine Wohnung stürmen. Ja, ist auch natürlich die Frage, ob die wirklich permanent in Angst leben müssen, weil so eine Invasion über so eine große Meeresstrecke, die muss man ja Monate im Vorhinein eigentlich vorbereiten und die Truppen zusammenziehen. Das, denke ich, würde man schon weit vorhersagen können. Ja, was man auch sehen muss, ist, dass die Möglichkeit, dass Taiwan direkt einknickt, die Situation auch instabil macht. Dass China könnte darauf spekulieren, keinen langen Konflikt führen zu müssen und deswegen überhaupt die militärische Eskalation anstrebt. Ja, also China fährt ja auch, oder die Kommunisten fahren ja auch die Strategie, ja eben dieses Salami-Slicing zu betreiben, also immer ein bisschen weiter zu gehen. Und das sieht man zum Beispiel auch, was Luftraum angeht. Also ganz oft fliegen eben chinesische Kampfjets in den Luftraum von Taiwan. Die müssen dann abgefangen werden. Und natürlich kann sich China das mit einer viel größeren Wirtschaftsleistung eben deutlich eher leisten als Taiwan. Ja? Und so können sie dann eben auch, wie soll ich sagen, ihren Feind etwas abnutzen und dem Ressourcen entziehen, die er sonst anders verwenden könnte. Die Frage ist, muss China wirklich eine physische Invasion starten? Und ich glaube, sie haben auf der einen Seite militärisch die Option, das zu vermeiden, durch durch Langstreckenwaffen und entsprechende auch Küstenbombardierungen durch die Marine. Oder machen sie es quasi auf den politischen Wege. Und beide Sachen kommen im Prinzip ohne eine unmittelbare Invasion aus. Also ich glaube nicht, dass China jetzt auf das, ich nenne es jetzt mal das D-Day-Szenario angewiesen ist, um Taiwan zu annektieren. Hongkong hat man ja auch preisgegeben. Ja, das war ja von vornherein der Pachtvertrag nur auf 99 Jahre oder 90 Jahre. Ja, das Problem ist, man macht keine Verträge mit Kommunisten. Wieder waren es die verdammten Briten. Ja. Wir sehen ein Muster, ja. Ja, also ich denke auch, dass Hongkong ein warnendes Beispiel ist. Man hat ja gehofft, dass es ein landweises Team ein funktionierendes Konzept sein könnte, aber das wurde ja inzwischen auch komplett abgeräumt. Ja, da hat China überhaupt kein Interesse dran. Also wozu? Warum sollten sie das machen? Ja, weil die knüpfen einfach Opposition ins Koma und dann... Ja, das ist für naive Westlinge ein verlockendes Angebot, so einen Konflikt vermeintlich zu lösen. Aber langfristig nützt es natürlich nur den Kommunisten. Ja, das ist halt westliches Kopium. Ne? Also der Alleinherrschaftsanspruch ist im kommunistischen Denken angelegt. Anders geht das System nicht. Also es gibt kein pluralistisches, kommunistisches System aus gutem Grunde. Und das wird die Kommunistische Partei niemals zulassen. Hat sie in Hongkong nicht zugelassen, das wird sie auch in Taiwan nicht zulassen. Das, selbst wenn es einen friedlichen Anschluss, sage ich mal, Taiwans an China gibt, unter der Prämisse, dass es zwei Systeme gibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Chinesen da anfangen, alles, was irgendwie nicht kommunistisch ist, in Grund und Boden zu hacken. Und da mache ich dann tatsächlich auch dem Westen einen Vorwurf. Also wenn Taiwan fällt, das lässt sich vermeiden in meinen Augen. Und diese Leniency gegenüber China, die kann man sich dann auch gut mal abgewöhnen. Das ist, finde ich, da finde ich, ist es auch ein libertärer Standpunkt, wenn man sagt, dass man damit einverstanden ist, wenn die USA China in die Schranken weisen. Obwohl das mit Steuermitteln passiert. Ein Euro, der einem Kommunisten schadet, ist ein gut investierter Euro.
Ja. Das ist wieder, der Zweck heiligt die Mittel, also ja. Das ist halt geraubtes Geld am Ende. Ich meine, ich würde auch sagen, aus so einer geopolitischen Logik, ja, würde ich da wahrscheinlich auch mitgehen, aber ja. Die reine libertäre Lehre ist es nicht. Da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich Realpolitik. China den Halbleitermarkt kontrolliert, indem sie Taiwan annektieren und die USA, gesetzt im Fall, sie zerstören die Fabriken nicht, dann gehen hier aber auch schnell die Lampen aus, glaube ich, weil China, die machen, haben wenig Skrupel, das als Druckmittel einzusetzen. Ich glaube, sie könnten das aber auch gar nicht wirklich als Druckmittel einsetzen, weil wenn es da wirklich zu einem Krieg kommt, dann wird das auch diese Fabriken nicht verschonen und die sind ja auch nicht komplett unabhängig vom Westen funktionsfähig. Also ohne die ganzen Supply Chains, die eben von Firmen aus dem Westen abhängig sind, läuft da ja auch nicht viel. Der Westen ist bereit, glaube ich, diese Supply Chains als Lösegeld zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass der Westen das sanktioniert. Ich glaube, das lässt sich nicht politisch steuern, weil das einfach so tief durch die westliche Hightech-Industrie geht. Es sind ja auch zig Länder, die durchs geht. Du hast jetzt die Maschinen für diese Chips werden von ASML hergestellt. Die benötigen Komponenten aus Deutschland, die auch nur dort hergestellt werden. Und es ist wahrscheinlich noch nicht mehr überschaubar, wo es bei der Spitzentechnologie einzigartiges Know-how gibt, das nicht ersetzt werden kann. Ja, ist ja auch die Frage, bleibt das Know-how dann überhaupt in Taiwan oder setzen die sich nicht entsprechend einfach ab? Also im Falle von einer Annexion. Ja, was denn sehr anzuraten wäre, ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass China versucht, da so Operationen Paperclip-mäßig die Wissensträger vom Spielfeld zu nehmen vorher, dass die im Vorfeld von so einer Invasion gefangen genommen werden, festgesetzt werden irgendwo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das riskieren. Ja, das ist die Frage, wie breit das gestreut ist, ob das realistisch funktionieren würde. Soweit ich weiß, sind das nicht viele Foundries und auch nicht viele Köpfe, die dahinter stecken. Das müsste man irgendwie mal recherchieren können. Ich meine, es wären unter 10 Chip-Foundries, um die es dann am Ende geht. Ja, ist halt eben auch wieder die Frage, bleiben die von so einer Invasion dann komplett unverschont? Weil das ist natürlich Hightech, wo ja einzelne Staubkörner und so die komplette Produktion stören können. Ich bin da sehr skeptisch, was das angeht. Nee, ich glaube, durch den Krieg wird es auf jeden Fall Produktionsausfälle geben. Die Frage ist, gibt es nach dem Krieg eine Wiederaufnahme der Produktion oder nicht? Und meine Theorie ist, dass wenn die USA feststellen, dass der Preis, Taiwan zu halten, zu hoch ist, sie einfach die Halbleiterfabriken zerstören und versuchen, das bei sich inländisch wieder hochzuziehen, die Produktionskapazitäten. Also ich glaube, ein Krieg wird die Halbleiterindustrie in Taiwan nicht überleben, weil spätestens die USA dann den Stecker ziehen wird. Die werden das den Chinesen nicht überlassen. Kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Ja, und die Chinesen haben auch einen sehr, sehr schlechten Track Record. Also die Kommunisten, wenn es darum geht, Chips zu produzieren. Also da wurden Milliarden und Abermilliarden investiert und es gibt nicht viel, was man da sehen kann von. Also sie sind immer noch 15 bis 20 Jahre hinter dem Westen, was Chipproduktion angeht. Aber vor Russland. Die haben ja jetzt auch irgendwie einen eigenen Prozessor angekündigt, der gar nicht mal so gut funktioniert wohl. Ja, der wird dann zukünftig alle Maschdruckkörper von ihnen steuern. Na, dafür reicht's vielleicht. Ja, also ich finde das Schöne ist an dem Taiwan-Konflikt, wenn man das mal mit dem Nahost-Konflikt vergleicht, ist halt einfach, es gibt halt da mehr oder weniger einen klaren Aggressor. Das ist schon allein wegen das ist schon allein aus politideologischen Gründen China. Es gibt eine Schutzmacht, die USA und Taiwan, was eigentlich dann ja nicht ausschließlich spielbar, aber doch primär spielbar ist. Und dadurch sind die Grenzen sehr leicht zu ziehen, finde ich. Auch moralisch. Darf Taiwan sich gegen eine chinesische Aggression wehren aus libertärer Sicht? Natürlich.
Ja, ich meine, Rothbard hat gemeint, der einzige Krieg, den er akzeptiert, ist ein Sezessionskrieg. Aber gut, wenn man das logisch weiterverfolgt, dann muss auch ein Krieg gegen jemanden, der versucht, einen zu annektieren, legitim sein. Ja, das ist ja ein vorgelagerter Sezessionskrieg, ne? Ja. Also quasi ein Krieg, der die Sezession vorwegnimmt. Genau. Und darf man jemanden, der sich legitim verteidigt, zur Hilfe ein? Ja, solange du dafür keine Steuermittel einnimmst, verwendest. Ich könnte ja Flugzeugträger der Amerikaner crowdfunden. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist halt das ein bisschen das Problem, was halt auch zum Teil am Währungssystem hängt, ist halt, dass die Ressourcenaufwände für die moderne Kriegsführung so astronomisch hoch sind, dass das Individuum nur hoffen kann, über Low-Tech-Guerilla-Taktiken dagegen anzugehen. Aber du kannst einen Staat wie China nicht auf der geopolitischen Ebene militärisch abschrecken, nur über privates Kapital, wenn du nicht das Währungsmonopol hast und ausnutzen kannst. Das ist zumindest ein Standpunkt. Das sehe ich noch nicht mal. Du kannst ja durchaus irgendwelche Anbieter haben, die zentral bestimmte Fähigkeiten anbieten, wie zum Beispiel Luftverteidigung. Sagen, okay, sie stellen dir da und da eine Shuttle hin und überwachen deinen Luftraum. Und das sind dann so viele, die diese Fähigkeit anbieten kann, dass das sich finanzieren könnte. Ja, aber ich glaube, es ist nur schwerlich zu finanzieren, dass irgendjemand einen Flugzeugträger baut, der dann durch den Pazifik gurkt. Naja, das ist ja das gleiche Prinzip, bloß dass es verlagerbar ist. Und könntest du Reedereien anbieten, sie beschützen dich vor Piraterie. Das wird es auf jeden Fall geben in irgendeiner Form. Ob es jetzt ein Flugzeugträger oder nur eine Fregatte ist natürlich dann eine andere Frage. Ja, und mir hat sich jetzt auch gerade die Frage gestellt, man könnte wahrscheinlich schon mit privatem Kapital so eine Großmacht abschrecken, indem man eben auf ABC-Waffen zurückgreift. Ja, ja, ja. Ja, also, definitiv. Wenn man das glaubhaft versichert, keine Ahnung, dass man irgendeinen Damm eine Atombombe drauf wirft, dann würden sie sich das wahrscheinlich auch noch zweimal überlegen. Gut, das ist natürlich aus libertärer Sicht problematisch, dass du Zivilbevölkerung als Geisel nimmst. Aber das ist nicht nur problematisch, das ist offensichtlich unmoralisch. Ja. Aber das ist halt auch wieder die Sache in der Geopolitik, wenn man den anderen einfach nur abstrecken kann, dadurch, dass man etwas Unmoralisches ankündigt. Wenn es funktioniert, muss man es ja nicht tun. Wir begeben uns in gefährliche Fahrwasser, aber ich gebe dir recht, ja. Klar, das Problem ist halt wieder, wenn man dann eben eigentlich ja weiß, dass man es nicht tun will, weil man es moralisch für schlecht findet, dann funktioniert die Abschreckung wieder nicht. Ja, das ist das eigentliche Dilemma, dass Abschreckung setzt auch deine moralisch-mentale Aufrüstung voraus. Also die Fähigkeit, dass man dir wirklich zutraut, das dann auch wirklich zu tun. Also ich denke, das ist glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass man dir im Westen diese mentale Stärke nicht mehr zutraut, einen Konflikt durchzustehen. Ich habe aber die Lösung. Ich habe die Lösung. Nämlich China, die bauen ja gerade, oder die Kommunisten, die bauen ja gerade so eine Art neue Hauptstadt oder so ein Verwaltungszentrum. Wenn da dann nur Stazis drin rumhocken, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich moralisch noch deutlich vertretbarer, als wenn es hauptsächlich Zivilisten treffen würde. Aber ich meine, man muss auch sagen, ein Zivilist zu treffen wäre auch schon zu viel. Naja, du musst dir keine Wohngebiete angreifen. Du kannst, also es ist jetzt generell so, dass kleine Nukes effizienter sind als große Nukes, weil die Sprengkraft geht mit der Wurzel von deinem verwendeten Sprengmaterial, spaltbaren Material. Das heißt, du willst tendenziell sowieso viele kleine bauen statt eine große. Und mit den vielen kleinen, die kannst du natürlich auch gezielt in Verwaltungsbezirke schicken. Ja, wir gewinnen den Krieg, indem wir privatwirtschaftlich hergestellte Atomwaffen auf chinesische Feuerfahnder werfen.
Naja, also ich denke, das wäre tatsächlich deutlich abschreckender, wenn man die Funktionseliten bedroht, als wenn man wirklich breitflächig die Bevölkerung bedroht. Politiker müssen Angst haben, dass man ihre Familien auf die Straße zieht und anzündet. So schreckt man ab. Ja, am Ende des Tages können die sich natürlich dann auch drauf einstellen und die, die wirklich die Entscheidung treffen werden, die werden mit ihrer Familie im Atombunker sitzen. Naja, das hilft ihnen ja nicht, wenn die Leute, die sie zu ihrer Ausübung ihrer Herrschaft brauchen, nicht mehr da sind. Das stimmt natürlich. Es ist halt wieder die Frage, wie rational in solchen komplett autoritären Systemen die Herrscher dann wirklich sind. Da bin ich mir in China nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also die chinesische Geschichte ist reich an irrationalen Grausamkeiten, also die wirklich absolut wahnsinnig sind, insbesondere zu Zeiten der Kulturrevolution. Ich meine, wir reden hier von dem Staat, der Batzen hat staatlich jagen lassen, weil das, weiß ich nicht, antikommunistische Widerstandsvögel waren und schuld daran waren, dass irgendwie 60 Millionen Menschen verhungert sind, angeblich. Und mit der politischen Kultur würde ich jetzt zutrauen, dass auch der chinesische Machthaber bis runter zu den lokalen Warlords, weil die chinesischen Metropolregionen ja auch sehr mächtig sind, gehe ich mal von aus, ist einiges zuzutrauen. Ja, das ist natürlich die andere Frage. Kann man überhaupt noch geistig gesund bleiben, wenn man die Herrschaft über mehrere Millionen Leute ausübt? Ja, guck dir die Metropolregion Chongqing an, ne? Die ist größer als Österreich und das ist eine Stadt. Ja, vor allem auch, wenn man wirklich jeden, der auch nur irgendwie einem gefährlich werden kann, schon weggesäubert hat und das alle mitbekommen haben. Ja, Xi Jinping, der wirkt, der hat sich ja auch irgendwie ein bisschen radikalisiert, ne, über die Jahre. Das ist jetzt definitiv als oberster Kommunistenmachthaber, der ist ja angetreten und wurde dann auch wieder von den westlichen Dumpfbacken-Journalisten, ich nenne sie jetzt einfach mal so, als große Reformer abgefeiert. Und der steht jetzt bei mir so kurz vor Mao von der ideologischen Rigidität her. Ja, die sind schon wieder auch richtig im Personenkult angekommen. Ja, und auch in der ideologischen Ausformung, sage ich mal, der Gesellschaft. Ne? Also der Xi Jinping hat ja jetzt das erste Mal verfügt, dass quasi dieser chinesische Sozialismus wirklich nochmal in der Verfassung irgendwie sich wirklich wie explizit ausformuliert widerspiegelt. Und hat ja auch nochmal massiv in diese Indoktrination der nachfolgenden Generation nochmal investiert. Also da braut sich wieder diese politische Großwetterlage der hyperideologisierten Jugendbewegung an, wie wir sie bei der Kulturrevolution hatten. Ja, das also ist da ja nicht nur in China alleine, die sind ja auch kulturimperialistisch drauf, dass die versuchen, ihre Ideologie zu exportieren und ihre Kultur zu exportieren. Ja. Sagst du, es ist? Jedes China-Restaurant eine Vorfeldorganisation der KP. Also unironisch, ne? Also es gibt tatsächlich chinesische Läden. Das muss jetzt nicht immer das Restaurant sein. Das können auch andere chinesische Läden sein, die nichts anderes sind als ein Stützpunkt für die chinesischen Auslandsbüros der Nachrichtendienste im Westen. Ja, wo es ja richtig offensichtlich ist, ist mit den Konfuzius-Instituten, also mit diesen ganzen Sprachschulen, die dann wirklich halt so Vorfeldorganisationen von der kommunistischen Partei sind. Ja, und sie schaffen es ja auch immer wieder. Wie die Leute dort indoktriniert werden. Also, das ist jetzt zwar nur eine Anekdote, aber ich habe mal, als ich während meinem Studium mit einer chinesischen Kommilitonin gesprochen und man hat halt einfach richtig gemerkt, so, für die war Antikommunismus zum Beispiel ein super schlimmes Wort. Also Antikommunisten, das sind die Schlimmsten. Du hast ja genau an den Richtigen geraten.
Ja, ich habe da dann auch gesagt, dass ich Antikommunist bin, aber das hat war halt. Das, war das Stage schnell vorbei, nehme ich an. Es ist halt, komplett in der Gesellschaft auch verankert. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Ja, das liegt aber auch an der engmaschigen Überwachung von Auslandschinesen. Also die, das ja auch dann über solche Institute mit abgebildet wird. Ich weiß, dass chinesische Studenten, wenn du über das Massaker am Platz des himmlischen Friedens redest, Tiananmen-Massaker, dann werden die ganz still und antworten auch nicht, wenn du danach fragst. Das ist ganz tief drin. Und das ist halt eine ideologische Verhärtung, die Taiwan einfach nicht hat. Also Taiwan, um da auch nochmal die Parallele zu ziehen, Taiwan hat nicht diesen Widerstands-Selbstverteidigungs-Irgendwas-Spirit, den zum Beispiel Israel hat. Oder Südkorea. Das ist einfach, glaube ich, anders ein bisschen gelagert. Die sind eher verwestlich, was die Verteidigungsfähigkeit, glaube ich, angeht. Die müssen viel, viel mehr von den Amerikanern unterstützt werden, als das jetzt in Israel oder ein Südkorea werden müsste. Von Japan mal ganz zu schweigen. Na gut, ich glaube, wir sind fast so weit, ein Fazit zu ziehen. Vielleicht ein Aspekt, den wir noch besprechen sollten, ist die BRICS. Die BRICS, Können die BRICS ein Gegenmodell zum westlichen Bündnissystem sein? Also ich glaube nein. Die BRICS werden komplett überbewertet. Das finde ich, sieht man einfach schon gut dran, dass da Indien und China beide drin sind. Und das sind ja wirklich keine Freunde. Also die haben ja immer wieder Grenzkonflikte und die haben auch ganz andere international gesehene Anreize. Also ich glaube, die haben nicht genügend gemein, als dass das da groß was draus werden könnte. Ja, das schließe ich mich absolut an. Ja, stütze ich 100%. Das ist eine Luftnummer am Ende. Also maximal haben die gemeinsame wirtschaftlichen Interesse, aber sobald es um strategische Interessen gehen, fällt das komplett auseinander. Ja, und also das ist, die sind sich weder kulturell ähnlich genug, als dass sie eine Konkurrenz auf der Ebene darstellen könnten. Noch sind sie wirtschaftlich stark genug, um da irgendwie eine nennenswerte, also existenzielle Bedrohung darzustellen und militärisch schon mal gar nicht. Also da kursiert halt auch einfach viel Propaganda. Also auch Indien ist militärisch ein absoluter Scheinriese. Da ist wenig zu holen, jenseits der Atomwaffen. Und ob die wirklich funktionieren, ich mache ein Fragezeichen hinter. Ja, und auch zum Beispiel Brasilien. Was haben die jetzt groß mit den anderen zu tun? Oder Südafrika? Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass jetzt ja China auch zum Beispiel nicht das Land ist, in dem man unbedingt sein will, wenn man schwarze Hautfarbe hat. Also, da sehe ich auch viel Konfliktpotenzial, wenn die BRICS auch in eine dominante Stellung kommen würden, denke ich, würden die sich komplett anfangen, selbst zu verfleischen, weil wenn sozusagen der externe Feind fehlt, dann was haben sie noch groß, was sie zusammenhält? Das Einzige, was ich da in dem Kontext halt problematisch finde, ist halt, dass China, obwohl es ein rassistischer Staat ist, halt massiv in Afrika investiert ist und sich da mehr oder weniger ganze Länder zum Untertan macht. Also dieser niedrigschwellige chinesische Wirtschaftskolonialismus in Afrika könnte da nochmal eine gewisse Vormachtstellung nach sich ziehen. Aber ob das dann tatsächlich Früchte trägt, das wird auch erst die Zukunft zeigen. Ja, und davon abgesehen sind BRICS halt in meinen Augen wirklich eine Luftnummer. Ich sehe da wirklich nichts. Das ist vielleicht nochmal eine Fußnote, die man machen muss. Das ist eher absehbar, dass Afrika relevanter werden wird, weil es inzwischen afrikanische Schwellenländer gibt, wie Nigeria zum Beispiel, die auf dem Wachstumspfad sind. Ja, und auch demografisch. Also ist Afrika ja eigentlich ziemlich die einzige Region, die, würde ich sagen, eben auf dem aufsteigenden Ast ist.
Und ja, das kann China oder auch der Westen ja nicht wirklich von sich behaupten. Ja, insbesondere der Westen halt nicht. Also ich finde, also China, die aber China beteiligen sich ja durch ihre expansive Wirtschaftspolitik an diesem Phänomen in Afrika, an der Entwicklung in Afrika. Und der Westen, der versenkt einfach nur Steuergeld in Form von irgendwelcher Entwicklungshilfe, die aber irgendwie nicht zum Tragen kommt. Aber die chinesischen Investments, die kommen tatsächlich zum Tragen. Da gab es ja in Namibia den Fall von die nicht zum Tragen kommen und die für China ein mieses Verlustgeschäft auch darstellen. Wenn China damit Einfluss erkauft, mit dem, was an erfolgreichen Projekten übrig bleibt, ist das ja aus strategischer Sicht für China ein Gewinn, auch wenn er das drauf zahlt. Ja, die Frage ist halt, erkaufen sie damit wirklich langfristig Einfluss oder schlägt das nicht vielleicht irgendwann um, wenn die Leute sehen, wir haben jetzt hier irgendwelche Infrastrukturprojekte, die eigentlich nur den Chinesen was bringen und dafür haben wir jetzt eine sehr hohe Staatsverschuldung. Ja gut, das könnten ja nur begrenzte militärische Konflikte gegen die Chinesen dann nach sich ziehen. Ansonsten werden sie das wohl akzeptieren müssen. Weil die Chinesen kontrollieren ja nach wie vor die kritische Infrastruktur dann. Ja, die Chinesen sind jetzt auch nicht so wirklich in der Lage, in Afrika Konflikte zu führen, würde ich mal behaupten. Nee, aber sie konnten andere Proxys dafür benutzen, um diese Konflikte für sie zu führen. Also was man in China ja nicht, die chinesische Außenpolitik ruht ja im Prinzip auf zwei Säulen. Die haben ja einmal dieses wirtschaftliche Investment, also diese Afrika-Politik, die basiert ja einmal auf der Säule Investment und das andere ist halt eigentlich Korruption. Und die Chinesen fluten nicht nur die ihnen wohlgesonnenen Parteien mit Geld, sondern die fluten auch immer die Oppositionsparteien mit Geld. Und das führt dazu, dass sie einfach das gesamte Parlament kontrollieren und nicht nur die dominanteste Fraktion oder nur die kommunistische Fraktion. Das ist ein bisschen eine Abkehr von dem, was der KGB gemacht hat, beziehungsweise die Sowjetunion. Die Sowjetunion, die hat ja primär sozialistische Parteien finanziert, wie in die DKP oder die KPD in Westdeutschland. Und China finanziert einfach alle und kauft damit halt auch einfach alle. Ich frage mich gerade, aber das sind doch alle Parteien in Deutschland. Ja, tatsächlich, aber der KGB war da doch ein bisschen wählerischer. Aber ja, China finanziert wahrscheinlich auch jede Partei in der EU, von daher. Der Lobbyismus in der EU von China, der ist halt auch nicht mehr feierlich. Ja, gut. Ich denke, dann können wir jetzt das endgültige Fazit ziehen. Also aus libertärer Sicht ist eigentlich der Taiwan-Konflikt deutlich weniger kontrovers als der Nahost-Konflikt oder zum Teil auch der Ukraine-Konfliktkrieg. Mit dem Einschränkung, dass der Staat die Produktion von Sicherheit monopolisiert hat und das natürlich für uns vor praktische Probleme stellt. Ja, und für mich hat sich noch nicht ganz klar herauspartialisiert, inwiefern der Taiwan-Konflikt so unstrittig ist, weil eine Seite halt unironisch Kommunisten sind. Also wenn China jetzt nicht kommunistisch, sondern, weiß ich nicht, einfach eine expansive lokale Macht wäre, die irgendwie so eine Semi-Marktwirtschaft verfolgt, ohne eine kommunistische Ideologie, ob der Konflikt dann immer noch so unstrittig wäre. Ja, das liegt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und natürlich auch, wenn ihr bis ganz zum Ende gehört habt, dann drückt auch mal den Like-Button für den Algorithmus. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video nicht gefallen hat, joint einfach unseren Discord-Churner und sucht euch die Leute zusammen, mit ihnen ein besseres Video macht. Ja, gut. Wenn noch keiner von euch noch ein weiteres Fazit ziehen wollt, dann sagen wir vielen Dank für euer Interesse und man hört sich wieder. Ciao.